denke, ne? Dann bist du auf jeden Fall weiser als alle Menschen, die es jemals gab. Okay, das werde ich nicht sein. Das funktioniert nicht. Ja, deswegen sage ich ja, bitte finde das heraus, okay? Finde bitte Ja. heraus, wer der Messias ist, okay? Über Jo. Koran, über Hadithe, Tafsir, was auch immer du glaubst, Die okay? Überzeugung wird es nicht machen, mein Nein, Freund. nein, nein, Jetzt nein, nein. wirklich. Es geht nicht um die Überzeugung. Es geht mir Ja. darum, guck nicht in der Bibel nach, guck nicht in der Tora nach. Finde über den Koran und Ja. über die Hadithe. Du Wer weißt ist der? aber, dass, du weißt aber, dass im Islam es mehrere Schriften gibt. Der Koran ist die Eins sozusagen, aber die Hadith-Bücher, die gehören mit dazu, was aus der damaligen Zeit überliefert worden ist. Ja, da sollst du auch Die nachschauen. Da gebe Sunna. ich dir, schau, schau, schau. Achso, ich soll nicht nur im Koran nachschauen. Nein, du sollst in deinen islamischen Quellen. Achso, Okay? okay, also nicht nur im Koran. Nein, guck Ja, in okay. deinen islamischen Quellen bitte Ja. Wann nach. sehen wir uns wieder? Sag mir, wir können uns in einer Woche treffen. Du wirst auf jeden Fall suchen. Ist Mensa jeden Tag online? Komm, Nee, ich nee, folge aber dir. ich bin fast jeden Samstag, also genau wie heute, bin ich fast immer live. Komm Okay. nächste Woche Samstag, nächste Woche Okay. Samstag, 10 Uhr, komm Okay. hier rein. Und Ja. sag uns über deine islamischen Quellen bitte, wer der Messias ist, was seine Aufgaben sind, ne? Warum er kommen muss, Okay. weil kein Prophet ist Messias außer Okay. Jesus. Finde das Nein. bitte Okay, Bruder. heraus und dann sehen wir uns nächste Woche Ich hab, Samstag, vielleicht habe okay? ich ja jetzt schon eine Antwort darauf. Ich brauche doch jetzt nicht irgendwie, ne? Nein, Nein, guck. nein, Mohammed, Mohammed, egal. Nimm dir die Zeit, nimm dir Nimm die dir Zeit. die Wirklich, Zeit, denk. hab Zeit. Ja. Vertrau mir. Ganz kurz, guck mal, Mohammed, Ja. denk bitte an alles an Informationen, die dir Matt gegeben hat, ja, an die Informationen, die wir dir gegeben haben. Prüf einfach selber nach, ja, Ich glaub habe doch uns schon die nicht. Prüf Antwort. einfach selber nach und dann kommst du nächste Woche einfach nach. Aber Finde ich bitte. habe doch schon die Antwort. Mann, prüf Martin, einfach nach, vertrau nimm dir die mir. Zeit, Ich habe doch die bitte. Antwort. Ich sag ja, du sagst nein. Ich habe die Antwort. Du kannst doch nicht für mich entscheiden. Mensa, Mensa, Maminje, Maminje. Mohammed, Mohammed. Bitte. Ich mein's ernst. Ja. Ich, okay? Ja. Ich, von ganzem Herzen, okay? Ja. Biete dir wirklich an, geh Ja. und guck, das, was du gerade Okay. gesucht hast. Ja, okay, mache ich. Ja, okay, mache Ich ich. sag's dir wirklich von Herzen. Ja, mache Mach's ich. Okay. lieber. Weil dieses Okay. Thema, wir haben das studiert. Ich mein's ernst. Mach's Ja, lieber. okay. Okay, Alles klar, gut. mache Dann ich. wünsche ich einen schönen Samstag. Ebenso, Jungs. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. So, hallo, stolze Türken. Ja, ich wollte sagen, gerade eben war ja das mit dem Jesus Warte ist ja. kurz, wie alt bist du? Wie alt bist du? Stolze Türken. Schaut zu drücken, wie alt bist du bitte? 15. Raus, raus, raus. Wie lange Okay, bist du danke, da? dass du da warst, ja. Sie kennen mich gleich. Schon mal. Hallo? Hallo? Hallo, Reda? Ja? Ich hätte da mal eine Frage. Wie alt bist du denn? 18. Okay, was ist deine Frage? Soll ich meinen Ausweis vorzeigen? Nein, musst du nicht. Wir glauben dir. Was ist deine Frage? Und zwar sagt Jesus in einem Vers, ich weiß, ich glaube, das ist das Alte Testament, und da steht drinnen, ein Mann kommt zu Jesus und fragt ihn und sagt zu ihm, er ist gut. Und Jesus antwortete darauf, er kann gar nicht gut sein, nur weil Gott allein gut ist. Sagt er ja nicht damit, dass es nur einen Gott gibt? Also nur eine Okay, Frage. also. Okay, also erstens bist du Moslem oder Christ? Ich Du bist bin Moslem, ne? Hindu, Muslim. Okay, zweitens, du sagst, das steht im Alten Testament, richtig? Ja. Das ist falsch. Das war das Neue Testament. Okay, dann halt es fein. Drittens, Jesus hat nicht gesagt, nenn mich nicht gut, sondern er hat einfach nur gefragt, warum nennst du mich gut? Richtig? Ich kann es noch mal vorlesen. Lies mal vor. Warum nennst du mich gut? Nur eins gut. Genau, also er hat ihn gefragt, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut, richtig? Ja. Also er hat nicht gesagt, ich bin nicht gut, richtig? Nee, hat er nicht gesagt, ne? Genau, er hat auch nicht gesagt, nenn mich nicht gut, richtig? Nee, hat er auch nicht gesagt, ja. Sondern er hat einfach nur gefragt, warum nennst du mich gut, richtig? Aber wieso soll es denn Gott fragen? Was? Warum soll es denn Gott fragen? Warum nennst du mich gut? Okay, nee, weil er wollte, dass der Mann erkennt, mit wem er spricht, weil er wusste von vornherein, dass der Mann nicht wirklich viel Ahnung hat, mit wem er gerade spricht. So, nun, ich weiß, dass du noch nie die Bibel gelesen hast, aber der Okay, und gleiche von Jesus. wo möchtest du das bitte wissen?
Okay, dann zitiere mal Johannes Kapitel 10. Schlag mal Keine Johannes Ahnung. Kapitel 10 auf. Keine Ahnung. Nee, schlag mal auf. Ich gebe dir die Zeit. Nee, Schlag mal ehrlich, Johannes ich habe Kapitel 10 keine auf. Ahnung. Also habe ich gerade recht gehabt? Ja, also ich Okay. kenne mich nicht aus, Wollen wir aber doch ich weiß ja noch sein? nicht, dass ich. Also meinst du, dass ich die Bibel zu Ende gelesen habe? Nein. Ich meinte einfach nur, hast du schon mal die Bibel gelesen? Ja, so einmal reingeblickt hat man schon. Einmal reingeblickt, okay. Ja. Aber weißt du, wenn ich dir jetzt sagen würde, öffne mal Johannes Evangelium, könntest du das Nein, nein, machen? ich habe keine Bibel hier, nee. Aber du hast doch Google, oder? Ja, ich habe Google, ja. Okay, dann öffne mal Johannes Kapitel 10. Man's a guy, we make money time too much, or waste time. Nein, egal. Egal, guck mal, egal, komm mal zurück, egal, alles gut. Komm mal zurück. Du musst, Ich genau, kann komm einfach einfach sagen, mal was zurück. da. Nein, ich öffne für dich, ich öffne für Kannst dich, alles du gut. das auch einstellen? So, du hast vorhin vorgelesen, ne? Ja. Jesus meint, warum nennst du mich gut, nur Gott ist gut, ne? So, Ja. guck mal, was er sagt. Das ist Jesus, der spricht, ne? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, was meint Jesus, wer ist gut? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein. Genau. Ja. Und laut diesem Vers, was du gebracht hast, ne? Wo er meinte, warum nennst du mich gut? Was hat er dann gesagt, wer ist gut? Meint er jetzt, ich bin der gute Hirte oder was? Mann, der Vers, den du vorhin zitiert hast, Ja. das war Markus Kapitel 10, glaube ich, 10, 18. Jo. Ne? Was Jo. hat Jesus gesagt, wer allein ist gut? Jesus, oder? Jesus meinte, Gott allein ist gut, richtig? Gott allein ist gut, ne? Ja. Okay. Der gleiche Jesus hat gesagt, Scheiße. Ja, der alles gut, gleiche weiter. Jesus, oh Bruder, ey, IQ, dicker IQ von diesen Menschen, ich weiß nicht, Bruder, das ist, also, Nee, nee, alles gut, dann zweiter wie mal, ey. Alles guck gut. mal, Reda, ich versuche ein letztes Mal, Ja, ja. alles. Ja, letztes Mal. Du hast vorhin einen Vers zitiert, ne, wo Jesus gesagt hat, warum nennst du mich gut? Nur Ja. Gott ist gut, ne, Ja, nur genau. Gott ist gut. Und der gleiche Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt, wenn nur Gott gut ist und wenn Jesus sagt, er ist gut, wer ist Jesus? Gute Frage. Gute Frage. Ja. Okay. Okay, ich gebe dir eine Woche Zeit, um zu überlegen und komm mal bitte auch nächste Woche mit der Antwort, ja? Ja, ich guck, ich lerne dann, ich komme dann wieder. Okay, du hast eine Schönen Woche Tag Zeit. noch. Super, Ja, schön. schönes Wochenende. Schönes Dankeschön. Wochenende. Ciao. So. Ciao, ciao. Alter, ich Also. bewundere deine Geduld. Du bist mein großes Vorbild. Bruder, das ist also gut, Glaube, dass du ihr wirst da den seid, weil, kicken. glaub mir. Ja, genau. Wirklich gut, dass ihr da seid, weil das ist so anstrengend, wirklich, das ist nicht normal. Also ich kann mir das nicht erklären, warum. Ja, warum manche so sind, sage ich mal so. Hallo, Dr. Fisch. Gottes Segen. Gottes Gottes Segen, was liegt dir auf Segen. dem Herzen? Ich hab mir gerade ein Video angeschaut mit dem Typen, der dich nicht ausreden lässt. Dr. Fisch, Ja. wie alt bist du? Bitte? Wie alt bist du? 24, warum? Weil dieser Name Dr. Fisch ist ein bisschen, weißt du selber. Ich weiß. Okay. Bist du Christ oder Moslem? Ich bin Christ, auf jeden Fall. Okay. Shalom zusammen, Gottes Segen, Shalom mit. Was Shalom liegt auf dir? Hey, wieder, grüß dich, Shalom. Mann. Shalom wieder. Shalom, wie geht's euch Okay. alle? Wie geht's dir, Mensch? Gut, Bruder, und dir? Shalom. Muss, mir geht's gut, danke. Sehr schön, Aber nur, Bruder. ich Dr. glaube, Was liegt auf dem Herzen? sie kommen sicher nicht mehr, Bruder. Du bist da, Matt ist da. Ich wollte Jürgen, Mensa Dr. eigentlich Fisch. nur. Ja, Dr. Fisch, Mensa. hast du eine Frage oder so? Ja, ich wollte dich mal fragen, weil kennst du das hebräische Wort Hillel? Wer? Was? Das hebräische Wort Hillel. Hillel. Also man spricht es auf Hebräisch Hilal aus, aber man schreibt es, Nee, man aber schreibt ich es. kann kein Hebräisch. Ich weiß, ob Matt oder Vidaloka vielleicht wissen, was du meinst, also, aber ich kann kein Hebräisch. Also man schreibt es Hellel, Hillel. Aber Nee, kenne ich nicht. man spricht es Hilal aus. Also wie das Wort Hilal, also bei den Türken das gesegnete Essen, Hilal. Ja.
Nee, kenne ich nicht. Was ist damit? Das Heftige ist, das ist ein Mondgötze, also Teufel halt. Und da hat der Koran auch von abgeschaut und nennt jetzt das gesegnete Essen halt von denen Hilal. Und das ist eigentlich nur ein Mondgötze. Das ist so krass. Also man geht, da kann jeder mal googeln, was Hilal bedeutet. Das ist so krass. Ja, also ich hab schon mal ein Video gesehen, wo diese Behauptung gemacht wurde, aber ich sag, ich guck mal, ich bin ehrlich, ne? Bei sowas muss man halt vorsichtig sein, weil klar, gewisse Wörter haben in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen. Verstehst du? Also nur weil das Wort zum Beispiel bei den Hebräern das und das bedeutet, heißt es das nicht, dass es automatisch die gleiche Bedeutung für die Muslime ist. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich fand es halt verdächtig so. Also, Ja, ich weiß, was du meinst, ja. das ist Dr. krass. Fisch, Ja, mein Bruder. kannst du uns einen Gefallen tun? Ja, natürlich. Geh das nochmal nachrecherchieren, ne? Ja. Bitte mit Versen, weißt du, dass du auch, Ja, du da brauchst gibt's. genaue Zitate. Wenn du diese Verse hast, etc., dann präsentier es uns mal nächste Woche Samstag. Ja, ich weiß, dass es da Verse gibt und sowas, weil ich hab's bei Amir schon mal angesprochen. Okay, dann Ja. such das mal aus, recherchier Ja. mal, du hast eine Woche Zeit, komm dann zurück. Alles klar. Okay, euch Gottes Segen, Amen. gell? Gleichfalls. Deswegen, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, Mann. Mensa, Jo. mir Pacho, da soll mal ein richtiger Moslem reinkommen, richtig, der gelehrt ist. Ja, ich weiß nicht, also Deswegen, keine. meine Brüder, ich bin Jeff, ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr christlich. Ich weiß, ich bin noch nicht 18, aber ich habe nur eine Frage. Könnt ihr vielleicht die Zwei-Naturen-Lehre einmal erklären? Oh, ja, Matt, vielleicht, Matt, hast du Bock? Oder wieder locker? Ja, klar kann ich das machen. Gebt mir mal 2 Minuten. Ich schlag ganz kurz mal meine Notizen auf. Jeb, Ja. in der Zeit, wo er die Naturenlehre macht, kannst du das dir bitte unten anhören? Was an? Ach so, ja, kein Problem. Genau, So, wir dann, antworten dir, genau, aber du musst ja, unten gehen. du musst unten runtergehen. Okay. Aber wie meinst du runtergehen? Einfach hier aus dem Ich stimme Live-Board, weil das dich Ding. auch damit, weil du bist noch nicht 18, weißt du? Ja, Also, alles aber du klar. kannst ja weiter an, zuhören, ne? Ja, danke schön. Gerne. So. Ach du, ach du. Also wir haben einen Gast, aber das Bild ist gerade sehr, sehr provokant. Soll ich annehmen? Egal, ich nehme an. Hallo, Zoe. Hallo. Hi. Du findest mein Bild provokant? Ja, ist schon, aber okay. Das ist Das nur ist aus einem ein bisschen Model-Shooting. freizügig. Was sagst du? Das ist aus einem Model-Shooting, deswegen. Ah, verstehe. Was liegt dir auf dem Herzen, Zoe? Und zwar, ich glaube zwar an Gott so an sich, aber mir ist immer schon schwer gefallen, so den Christentum zu verstehen. Und ich habe jetzt da ein paar interessante Sachen von euch gehört. Also ich habe damals, um mich überzeugen zu lassen, mich über alle Weltreligionen so ein bisschen informiert, mir das alles so ein bisschen angehört, aber nichts war irgendwie so richtig schlüssig. Und ja, keine Ahnung, also ich bin mehr deswegen hochgekommen, weil ich mich gerne überzeugen lassen wollte. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob einer von den Brüdern das machen möchte, aber ich werde das gleich machen. Matt wollte erstmal auf eine andere Frage antworten, dann können wir weitermachen, ja? Ja, alles gut, alles gut. Ich habe keinen Stress. Okay. Ich hätte auf jeden Fall später auch eine Frage, wenn ihr mit einem durch seid. Okay, Bro. Yes. Jo, Matt. Alles klar, ja, ich kann loslegen. Genau. Also, die Zwei-Naturen-Lehre wollte er wissen. Ne, die Zwei-Naturen-Lehre basiert natürlich als allererstes auf der Inkarnation. Das heißt, die Inkarnation, so wie wir sie verstehen, ist, dass Gott von Anfang an eine innergöttliche Pluralität hatte. Wir kennen ihn als Gott, den Vater im Alten Testament, als den Engel des Herrn, der den Namen des Herrn in sich trägt, im Alten Testament und den Heiligen Geist. Dieser, der da der Engel des Herrn ist, ist immer derjenige, der auf der Erde agiert, der Jakob erschienen ist, Abraham erschienen ist, Mose erschienen ist, etc. Der nimmt dann laut Johannes 1,1 und Johannes 1,14 eine menschliche Natur zu sich hinzu.
Das ist dann die Inkarnation. Hier wird Gott nicht weniger Gott, also in keinster Weise reduziert sich Gott in seiner Fülle. Und deshalb ist das, sagen wir mal, dass in der einen Person Christus ist eine vollkommen göttliche Natur und eine vollkommen menschliche Natur. Ja, da gibt es dann so ein Fachwort, das muss man nicht behalten, aber das kann man mal gehört haben, das ist die hypostatische Union. Das ist die Vereinigung in der einen Person der Menschheit und der Göttlichkeit des Messias in seinen Hypostasen, in seinen Personen. Und das bedeutet, er ist ungemindert Gott, ganz Gott, er ist nie weniger Gott, er ist ganz Mensch. Und seine ungeschmälerte Gottheit und seine vollkommen Menschsein sind für immer in dieser einen Person vereinigt. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil die Schrift beides betont. Die Schrift betont die Gottheit. Er wird angebetet in Johannes 9, 38 und so weiter. Er wird Gott genannt. Johannes 20, 28, Hebräer 1, 8. Er wird Sohn Gottes genannt. Zu ihm wird gebetet, wie in der Apostelgeschichte 7, 59. Er ist ohne Sünde, er weiß alles, er schenkt ewiges Leben. In ihm wohnt die gesamte Fülle der Gottheit, laut Kolosser 2, Vers 9. Aber es gibt eben auch den zweiten Bereich. Er wird als Mensch bezeichnet. Ja, Markus 15, 39, also das muss man sich nicht merken, aber ich will es einmal gesagt haben. Ja, er wird als Menschensohn genannt. Johannes 9, 35 bis 37, er betet zum Vater im 17. Kapitel zum Beispiel vom Johannesbrief. Er wird versucht, er wächst an Weisheit, er weint, er stirbt am Ende am Kreuz. Er hat einen Körper aus Fleisch und Knochen, Lukas 24, 39. Das bedeutet, dass wir hier beide Naturen haben, die aber für immer in der einen Person Jesus vereint sind. Das Ganze muss man immer verstehen im Kontext des Fall des Menschen, Gottes Plan, dass er den Menschen rettet. Ein gefallener Mensch kann keinen anderen gefallenen Menschen erretten. Deshalb musste Gott agieren. Und da aber der Mensch gesündigt hat, musste Gott eine menschliche Natur sich hinzunehmen, indem er dann in Vollkommenheit den Fluch und den Zorn der Sünde auf sich genommen hat, um darin zu sterben und um darum den Fluch der Sünde zu zerbrechen. Und das ist dann diese Inkarnation, die Fleischwerdung und dann diese hypostatische Union. Dort sind die zwei Naturen. Er ist eine Person, er war immer eine Person, er ist nicht schizophren, er wacht nicht morgens auf und hat gedacht, bin ich jetzt Gott oder bin ich Mensch? Das ist immer eine Person, der aber in sich die beiden Naturen vollkommen trägt. Stark. Genau, ich hoffe, der Bruder hat es verstanden. Ich hoffe, der ist noch hier drin. Das war, also klarer kann man das nicht kommunizieren. Ja. Genau, also Dankeschön, Matt, Bruder. Super, gerne. Genau, Zoe, ne, also zu deiner Frage. Du sagtest, dass keine Religion für dich Sinn macht, richtig? Also es waren viel zu viele Unschlüssigkeiten für mich einfach. Okay, also ich werde dir erstmal erzählen, was Christentum ist, und dann, falls noch Fragen sind, kannst du ja immer noch stellen, ja. Also ja, erstmal. Ich habe mir ein paar Fragen eingefallen in der Zwischenzeit. Genau, aber ja, also bitte fang an. Mensa, ich gehe runter. Ich bedanke mich bei allen. Ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute, Gottes Segen. Gottes Segen, Dankeschön. Go. Auf jeden Fall, Zoe, guck mal, du musst dir so vorstellen, Gott hat die Welt erschaffen, ne? Und er hat uns Gebote gegeben, wonach wir leben sollen. Ja, weil ist klar, wenn du ein Schöpfer bist, ne, dann gibst du ja Vorschriften. Ja, das ist genauso wie wenn irgendwie, sage ich mal, iPhone. Ne, die Entwickler von iPhone, die haben ja iPhone programmiert. Ne, die haben irgendwelche Befehle gegeben, wonach das iPhone arbeiten soll. Ne, oder zum Beispiel Autos. Ne, es gibt für alles, was man macht oder erschafft, irgendwelche Bedienungsanleitung, ne? Darf ich dich genauso kurz unterbrechen? Bitte? Darf ich dich kurz unterbrechen? Okay. Ich habe mir das immer, also mit diesen Gesetzen unter Anführungszeichen, ich habe mir das immer vorgestellt, so wie es halt Naturgesetze gibt. Also einfach, das sind halt gegebene Dinge, an die richtig man sich für ein gewisses Ergebnis halt halten muss. Richtig. Wenn man das Ergebnis richtig möchte. Richtig, ne? Also der Schöpfer der Welt hat auch Naturgesetze gegeben, wonach die Natur sich richten muss, ne? So. In gleicher Weise hat er für uns Menschen, ne, Gebote gegeben, wodurch wir ewig leben können,
Ne? Genauso wie, wie gesagt, wenn du ein Handy kaufst, da gibt es eine Bedienungsanleitung. Ne? Wenn du dich dran hältst, dann wird das Handy lange halten. Wenn du dich nicht dran hältst, wird das Handy früher kaputt gehen, als es eigentlich sein kann. Und genauso, wir Menschen haben uns nicht an Gottes Bedienungsanleitung gehalten und somit haben wir unser ewiges Leben verloren. Wir wurden aus dem Paradies verbannt, ne? Und wir sehen in der heutigen Welt, dass es sehr, sehr viel Leid gibt. Wir sehen, dass es sehr, sehr viel Probleme gibt, sehr, sehr viel Stress und Chaos und alles rum und dran. Ne? Und das kommt alles daher, weil wir nicht nach Gottes Gebote gelebt haben. Ne? Und nicht nur das, sondern Gott wird auch irgendwann die Menschen richten. Ne, das heißt, jeder, der sich nicht an seine Gebote gehalten hat, wird von ihm bestraft werden. Und jeder, der sich dran gehalten hat, wird von ihm belohnt werden. Das Problem ist, keiner hat sich an Gottes Gebote gehalten, denn wir haben alle gesündigt. Ne? Und weil Gott uns aber liebt, hat er uns eine zweite Chance gegeben, ne, in Person seines Sohnes Jesus Christus, der die Strafe auf sich genommen hat. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, ja, dann sagt die Bibel, du wirst ein Kind Gottes. Und damit tretest du ins Gottesreich hinein und du bekommst auch Vergebung von Gott. Wenn du aber Jesus ablehnst, dann wirst du für immer bestraft. Warum? Weil du ja sowieso schon gesündigt hast. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Habe ich eine Frage, und zwar, was ist, wenn man Jesus Christus weder annimmt noch ablehnt? Also wenn man einfach sich unschlüssig ist? Naja, wenn du unschlüssig bist, dann zeigst du ja damit, dass du nicht glaubst. Entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Richtig. Verstehst du? Und diese Unglauben wird von Gott bestraft. Ne? Und wenn du glaubst, dann wirst du gerettet werden. Gott verlangt gar nicht von dir, dass du irgendwas machst oder so, damit er dich rettet. Sondern alles, was er von dir erwartet, ist, dass du glaubst. Es steht im Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ne? Das heißt, entweder sagst du... So mäßig, also eine Chance, von diesem Fluch, wie ihr das vorher genannt habt, zu befreien. Richtig. Verstehst du? Es ist ein einfacher Schritt. Du musst einfach nur glauben. Glaubensschritt. Ne? Das heißt, wenn du glaubst, dann damit zeigst du Gott, okay, Gott, du hast recht, ich bin wirklich ein Sünder. Gott, du hast recht, ich brauche wirklich Erlösung. Gott, du hast recht, du bist wahrhaftig mein Retter. Ne? Das demonstrierst du mit deinem Glauben. Ne? Und die Bibel sagt, wenn du glaubst, Gott wird dich auch von deiner Sünde befreien. Er wird dich verändern. Die Bibel bezeichnet es als Neugeburt. Du wirst ein neuer Mensch in Gottes Augen. Dann habe ich noch eine Frage, die, also etwas, das mir immer unschlüssig vorgekommen ist. Und zwar, im Christentum wird ja gesagt, bete nicht zu einem Götzen, richtig? Ja. Aber definiere mir mal einen Götzen. Eine Götze ist etwas, was die Menschen selber benutzen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt meinen Stift in die Hand nehmen und sagen, dieser Stift ist mein Gott und ihn anbeten. Das ist ein Götze. Oder das, was die Muslime mal machen mit dieser Kaaba, das ist auch ein Götze. Ja, aber ist das dann nicht? Eine Götze ist alles, was nicht Gott ist, den du aber verehrst wie Gott. Okay, ne? Verstanden. So, der echte Gott, der einzige lebendige Gott ist halt natürlich der Gott, den wir anbieten, Yahweh. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wenn wir in der Kirche zu Jesus Christus am Kreuz beten, beziehungsweise vor Jesus Christus am Kreuz beten, also zu dieser Statue, ist das dann nicht auch einen Götzen anbeten? Klar, wenn du zu einer Statue betest, ja, dann ist es natürlich Götzenanbetung. Aber so beten wir ja nicht. Wir beten ja nicht zu den Statuen. Ja, abgesehen davon, dass das machen ja eher die Katholiken, wenn überhaupt, aber selbst sie beten nicht zu den Statuen. Ja, das ist eben das, wo für mich Unschlüssigkeiten gekommen sind, weil du musst dir vorstellen, wo ich damals zur Schule gegangen bin, haben wir ja auch sowas gehabt wie Religionsunterricht, logischerweise. Und wir sind da auch des Öfteren in die Kirche. Und da hat eben genau sowas stattgefunden, und das war eine der vielen Unschlüssigkeiten, die mir eben gekommen ist, deswegen auch die Frage, weil dann der ganze Raum da gesessen ist eben und im Prinzip zu dieser Statue gebetet hat, was für mich nicht so richtig war, weil ich eben das anders gelernt gehabt habe eigentlich davor. Und natürlich distanziert man sich dann so ein bisschen von dem Ganzen. Wie gesagt, deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich glaube definitiv an Gott. Mir ist nur das Ganze drumherum ist mir sehr unschlüssig. Und
Ja, deswegen habe ich dir auch die Frage gestellt, was ist ein Götze per Definition, ne? Und ich denke, dass es da eben so ist, wie du es vorher gerade beschrieben hast, dass es halt den Unterschied macht, sitzt man einfach nur davor und betet zu Gott oder sitzt man davor und betet im Prinzip Jesus in Form dieser Statue an? Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist, wenn man so etwas macht und zu Statuen betet, das ist auf jeden Fall Götzendienst, ja. Deswegen sollte man wirklich biblisch bleiben und nur das tun, wozu die Bibel dich auffordert, ja. Die Frage aber, die ich habe, ist, bist du denn Christ? Also ich bin christlich erzogen worden, ja. Nee, also glaubst du selber an Jesus, dass er für dich gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist und so weiter? Ich wäre nicht abgeneigt daran zu glauben, ich verstehe nur bis heute nicht, vielleicht bin ich da zu dümmlich dazu, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, ich habe ein sehr gutes Verständnis für vieles, aber ich verstehe bis heute noch nicht die genaue Wirkung davon. Also ich verstehe bis heute nicht, was es genau gebracht haben soll, dass Jesus im Kreuz für uns gestorben ist. Das hat sehr, sehr vieles gebracht, denn, wie ich sagte, ne, du musst dir so vorstellen, weißt du, was ein Führungszeugnis ist? Ja. Genau, du weißt, manchmal, wenn du dich für irgendeinen Job bewirbst, ne, dann wollen sie dein Führungszeugnis haben. Und auf diesem Führungszeugnis sieht man alles an Verbrechen, die du begangen hast, richtig? Richtig. Genau, in gleicher Weise musst du dir vorstellen, wenn Gott die Welt richten wird, er wird alles, was du getan hast, was gegen seine Gebote ist, wird, er hat alles notiert. Mhm. Und du musst dich für jede einzelne Tat verantworten und du musst für jede einzelne Tat bestraft werden. Warum? Weil Gott ist ein Richter und er richtet Gericht. Ne, das heißt, wenn du Gottes Gesetz missachtet hast, dann wirst du verdammt werden von Gott. Das bedeutet, du gehst für immer in die Hölle. Aber wenn du an Jesus glaubst, ne, dann ist dein Führungszeugnis leer. Warum? Weil Jesus für alles bezahlt hat, was du getan hast. Aber das wird dir nur zugesprochen, wenn du das auch annimmst und sagst, okay, Jesus, ich nehme dich als meinen Retter an. Aber wenn du sagst, nee, ich glaube nicht dran, dann, klar, musst du selber dafür bezahlen. Und das bedeutet für dich dann am Ende des Tages, dass du die Ewigkeit in einen Ort verbringst, wo Gottes Präsenz nicht vorhanden ist. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also damit ich das für mich in meinem Kopf logisch kombinieren kann, logisch erklären kann, dann bedeutet das ja im Prinzip, wenn man jetzt nochmal auf den Ursprung zurückgeht, dass Adam und Eva gesündigt haben. Daraus ist entstanden, dass dieser Fluch auf uns liegt, wie ihr das vorher genannt habt, ne? Und dieser Fluch liegt auf uns ja nicht, wie soll man sagen, also dass dieser Fluch auf uns liegt, ist ja nicht primär unsere Schuld. Ne? Ja. Und deshalb, weil das nicht primär unsere Schuld ist, ist Jesus gekommen, um uns von diesem Fluch zu befreien oder uns diese Last zu nehmen. Aber wer an Jesus glaubt, wird davon befreit. Genau, also klar, wir können nichts dafür, was Adam und Eva getan haben, aber Fakt ist, wir haben ihre Natur geerbt. Ne? Richtig, das heißt, das meinte ich, ja. Genau, das heißt, wir selber sündigen ja auch. Also du hast ja selber schon mal gelogen, richtig? Ja, richtig, natürlich sündigen wir, genau. Ja. Das heißt, selbst unabhängig von Adam und Eva hast du selber Schulden vor Gott. Ne? Natürlich, so, natürlich. Das heißt, es gibt keinen Mensch, der unschuldig ist, sondern wir sind alle schuldig vor Gott. Ja? Richtig. Aber weil Gott gnädig ist und barmherzig ist und gleichzeitig gerecht ist, ja, muss für diese Sünden bezahlt werden. Ne, also aus seiner Gerechtigkeit heraus muss dafür bezahlt werden, bestraft werden. Mhm. Und diese Strafe hat der Sohn Gottes auf sich genommen, nämlich Jesus Christus. Ne, und gleichzeitig hat er dadurch die Liebe Gottes gezeigt. Warum? Weil er sich ja dafür geopfert hat. Er musste das ja nicht tun, aber aus Liebe und aus Gnade hat er sich geopfert, damit du nicht in die Hölle musst. Damit ich nicht in die Hölle muss, hat sich der Sohn Gottes geopfert. Ne? Okay, so. Das macht schon Sinn. Aber wenn du sagst, Jesus, ich lehne dich ab, ich glaube nicht daran, dann bezeugst du damit, dass Gott ein Lügner ist. Und somit musst du dann selber dich vor Gott verantworten. Und dann wirst du vor Gott oder von Gott dann sozusagen verdammt werden. Aber wenn du sagst, okay, Jesus, ich glaube daran, vergib mir für meine Sünden, du bist mein Herr und Retter, ich nehme dich an. In dem Moment bist du ein neuer Mensch vor Gott. In dem Moment ist dein Führungszeugnis komplett leer. Verstehst du? Das heißt, alles, was Gott von dir verlangt, ist nicht, dass du Geld bezahlst, ist nicht, dass du irgendeinen Stein küsst, ist nicht, dass du irgendjemanden umbringst, ist nicht, dass du irgendwelche Werke tust für ihn, nee, denn die Werke hat er schon getan,
Alles, was er von uns verlangt, von dir und von mir verlangt, ist, dass wir erkennen, dass wir schuldig sind und dass wir erkennen, dass er unser Retter ist und das dann bezeugen durch unseren Glauben. Aber wenn wir das nicht tun, dann, wie gesagt, müssen wir uns selber dafür verantworten. Okay, und was dann die nächste Sache für mich ist, die das Ganze so ein bisschen stutzig macht, ist, wie ist es dann, wenn man... Moment, ich muss kurz die Gedanken fassen. Also wie ist es dann, wenn praktisch man an Jesus Christus glaubt, aber trotzdem Sünde begeht? Ich meine, das ist, es klingt für mich halt dann so, und das hätte ich gerne erklärt, damit ich das verstehen kann, weil das liegt einfach nur an Unwissenheit, deswegen bin ich auch hier. Wenn ich jetzt, für mich kommt es so rüber, als wäre das dann ein Freifahrtsschein für Sünde, weil wenn ich an Jesus glaube, dann werden meine Sünden ja vergeben. Nee, ich weiß, dass es so klingt. Das klingt auch für viele Menschen, ja. Das klingt so für viele Menschen, aber so ist es nicht. Denn ich hatte ja gesagt, wenn du bezeugst, ne, dass du schuldig bist vor Gott, ne, dann wirst du ein neuer Mensch. Das bedeutet, du wirst neu geboren. Das sagt die Bibel. Du wirst neu geboren und Neugeburt bedeutet, dass Gott dir ein neues Herz schenkt. Das bedeutet, das Herz, was du vorher hattest, ja, hat dazu geneigt, gegen Gott zu sündigen. Ne? Okay. Aber das neue Herz, was du bekommst durch den Heiligen Geist Gottes, ne, da neigt das Herz dazu, so zu leben, wie es Gott gefällt. Klar bist du nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt, wir werden auch nie perfekt sein, aber der Unterschied ist, dass wir ein Herz bekommen, das dazu neigt, nicht gegen Gott zu sündigen, sondern genau das Gegenteil. Das Herz neigt dazu, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und der Heilige Geist, ja, der Geist Gottes, wird dich dabei unterstützen in deinen Schwächen. Ne? Zum Beispiel ich habe früher sehr, sehr viel gefeiert. Ja? Ich habe früher sehr, sehr viele Sachen gemacht und so weiter und so fort. Aber jetzt hasse ich, ich habe einen Hass gegenüber diese Sachen. Warum? Weil ich ein neues Herz habe. Ich bin immer noch nicht perfekt, aber der Heilige Geist hilft mir auf diesem Weg. Er verändert dich von Tag zu Tag. Du wirst ein besserer Mensch. Du wirst kein perfekter Mensch, aber du wirst ein besserer Mensch. Und du neigst nicht mehr dazu, gegen Gott zu sündigen, sondern du neigst eher dazu, für Gott zu leben. Und wenn du fällst, dann kehrst du auch um, immer und immer wieder. Verstehst du? Dann habe ich noch eine, das verstehe ich, es macht Sinn, ja. Dann habe ich noch eine Frage. Das heißt, jeder, der diese Einstellung hat und sagt, weißt du was, ich bin jetzt ein Christ, also werde ich weiter sündigen, weil Jesus für mich bezahlt hat. Dieses Herz zeigt, dass er gar kein neues Herz hat. Also diese Einstellung zeigt, dass er nicht wirklich verändert wurde, sondern dass er ein Heuchler ist. Ja, und solche Menschen werden von Gott gerichtet werden, genau. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, denkst du, dass man es schafft, wenig zu sünden, beziehungsweise denkst du, dass man es schafft, ein gutes Herz zu haben, ohne an Jesus Christus zu glauben? Nein. Nein? Mhm. Weil was bedeutet, also wer entscheidet denn, was gut ist? Jeder kann für sich entscheiden, was gut ist, theoretisch. Naja, du hast ja gerade zum Beispiel auch Beispiele genannt und hast genau. Mit diesem Beispiel ja impliziert, dass das was Gutes ist. Also es ist was Gutes, dass du nicht mehr feiern gehst zum Beispiel. Genau, ja? Und wer entscheidet, was gut ist? Naja, Gott in dem Glauben. Genau, das heißt, Gott entscheidet, was gut ist. Das bedeutet, gut sein bedeutet, so zu leben, wie es Gott gefällt, richtig? Ja, richtig. Genau. Das heißt, wenn du sagst, du lehnst Jesus ab, ne, das ist ja von vornherein nicht gut. Sonst naja, könnte ja jeder entscheiden. Aber für mich ist Ablehnung was anderes wie Unwissenheit oder Unentschlossenheit. Verstehst du? Verstehe, ja. Und es ist ja auch per Definition. Das ist ja auch was an das glaube nicht nur ich, oder da bin ja nicht nur ich der Meinung, sondern gibt es ja Millionen von Menschen, die der Meinung sind, dass es nicht dasselbe ist. Und ich denke, da geht es dir auch nicht anders, oder? Also wenn ich jetzt jemanden ablehne, ist das ja ein Unterschied, wie wenn ich einfach unentschlossen bin. Richtig, oder ja, das stimmt. Genau, ja. Und das Ding ist ja, ich lehne Jesus Christus ja nicht ab. Ich lehne das Ganze nicht ab, ganz im Gegenteil. Ich bin ja interessiert, aber ich bin unentschlossen, verstehst du? Und das nicht um den Glauben Gottes, weil ich glaube an Gott zu 1000%. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass es einen Gott gibt, dass es Gott gibt und auch nur einen. Aber ich bin halt, was das Thema Jesus und das Drumherum betrifft, unentschlossen und unwissend. Das ist so wie, ich verstehe komplett, was du sagst. Ne? Ich verstehe komplett, was du sagst.
Aber das ist so wie, wenn ich in ein Haus bin. Ja, ich bin in ein Haus und das Haus brennt gerade. Ja, und dann kommt die Rettung, also Feuerwehr kommt und sagt mir, komm raus, du wirst sterben, komm raus. Und dann sage ich, weißt du was, ich bin unentschlossen. Genauso ist das. Warum? Weil, wie gesagt, das Evangelium bietet dir Rettung. Das Evangelium sagt dir, guck mal, wenn du so weiterlebst ohne Jesus, wirst du in die Hölle gehen. Aber wenn du Jesus annimmst, wirst du gerettet werden. Wenn du wirklich deine Seele liebst, jeder, der seine Seele liebt, will doch gerettet werden. Richtig? So, das heißt, in dem Moment als Mensch sollte man sagen, okay, ich kehre um, ich nehme Jesus an. Weil du hast ja nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Aber wenn Naja, du dass sagst, ich nichts zu verlieren habe, das ist, entschuldige, dass ich nicht, ja. aber wenn du sagst, ich bin unentschlossen, ich meine, es geht um deine Seele, es geht um deine Ewigkeit. Ja, Verstehst du, wirst du ewig leben oder wirst du nicht ewig leben? das So, verstehe ich. Aber dass ich nichts zu verlieren habe, das ist so ja nur richtig, wenn man bereits an das glaubt. Verstehst du? Du musst es jetzt aus einer, wenn du mit mir jetzt den Weg gehst, du musst es aus einer Perspektive sehen von einer Person wie mir, die nicht daran glaubt, aber es auch nicht ablehnt, wie gesagt, spielt jetzt keine Rolle. Sagen wir einfach mal, die nicht daran glaubt. So, dann musst du es aus der Perspektive sehen. Eine Person, die nicht daran glaubt, so wie ich, die hat sehr wohl was zu verlieren, und zwar aus dem Aspekt, weil es auch andere Religionen gibt, die dir das, ob das jetzt wahr ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber aus meiner Perspektive gibt es auch andere Religionen, die dir das Gleiche versprechen. Punkt eins. Punkt zwei ist es so, dass ich dadurch, ja, die anderen Religionen besagen ja auch, oder würden mir ja dann auch sagen, dass wenn ich an den Christentum glaube, dass ich dann in deren Glauben ja dennoch nicht in den Himmel kommen, sondern in die Hölle, weil ich eben an den Christentum glaube. Verstehst du? Das ist für mich der springende Punkt. Na Ganz klar kann gut. ich, ja. Ganz gut. Nenn mir eine Religion, die dir erzählt, dass Gott für deine Sünden bezahlt hat. Nein, das nicht. Genau. Alle anderen Religionen, sei es Islam oder was auch immer, sprechen immer davon, dass der Mensch durch seine Werke gerettet wird, richtig? Also durch deine Taten wirst du gerettet. Zum Beispiel im Islam ist es so, nicht Gott hat dich gerettet oder so, sondern deine guten Taten entscheiden, ob du in den Himmel kommst oder ob du in die Hölle gehst. Also es liegt an dir. Ja. Verstehst du? Nun, ich lade dich einfach nur ein. Glaubst du bist ein guter Mensch? Ich glaube, dass ich jeden Tag versuche, ein guter Mensch zu sein, ja. Mit all meiner Kraft. Aber hast, okay. Aber hast du schon mal gesündigt, ja, oder? Natürlich habe ich schon gesündigt. Genau. Und laut Islam ist es so, weil die Muslime schreiben jetzt wieder in den Kommentaren von wegen falsch, falsch, falsch. Bei Ja, denen ist ich es lese die so, Kommentare gar nicht. Ich sage dir ehrlich, ich höre nur dir zu. genau. Bei denen ist es so, also deren Gott, ja, hat so ein Rechtssystem, bei der er deine guten Taten wiegt, also deine Taten wiegt, also schlechte Taten, gute Taten und so weiter und so fort, ne? Und je nachdem, was höher ist, ne, entscheidet dann, ob du in den Paradies gehst oder nicht. Und selbst im Islam ist es so, dass du selbst als Moslem in die Hölle gehen musst. Stell dir mal das vor. Selbst als Moslem, Muslime glauben wirklich, dass wenn sie sterben, sie gehen in die Hölle für eine gewisse Zeit, ne, bis Allah, sage ich mal, sagt, okay, jetzt ist genug, jetzt könnt ihr in den Paradies eintreten und dann warten irgendwelche Huris auf sie. Das ist Islam. Ne? Du kannst ja entscheiden, ob du wirklich daran glauben willst oder nicht. Ne? Aber laut Christentum ist es so, dass wir alle haben gesündigt. Ja, wir sind, keiner ist perfekt. Und Gott will nicht, dass wir nur eine Sekunde in die Hölle verbringen. Sondern aus seiner Liebe zu uns hat er sich sogar geopfert, damit wir die Hölle niemals betreten. Sondern damit wir direkt ewiges Leben haben. Das ist halt der Unterschied. Ne? Das heißt, guck Das mal, zum Beispiel, verstehe guck mal, zum Beispiel, ich. wenn du jetzt, sage ich mal, vor Gericht bist. Stell dir mal vor, du bist vor Gericht. Ja? Und der Richter sagt dir, oder sag ich sag ein anderes Beispiel, ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, jemand hat von dir, sage ich mal, 1.000 € geklaut. Ja? Folgst du mir, ja, oder? Ja, ich folge dir, ich folge natürlich. Jemand hat dein Geld geklaut. So. Dieser Person wird erwischt. Ne? Er kommt vor Gericht. Ne? Und dann sagt der Richter, weißt du was, dieser Person hat, sage ich mal, mehrmals Geld geschenkt. Also er hat immer Leute Geld geschenkt und deswegen werde ich ihn jetzt vergeben, weil er einmal etwas geklaut hat. Also der Richter benutzt eine Waage und sagt, diese Person hat sehr, sehr viele gute Taten getan
Und weil er jetzt nur einmal Schlechtes getan hat, würde ich ihn trotzdem vergeben. Weil seine guten Taten überwiegen seine schlechte Taten. Würdest du damit einverstanden sein? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, das wäre ungerecht. Ne? Oder zum Beispiel, er hat deinen Freund umgebracht oder so. Und dann sagt der Richter, ach, weißt du was, er hat aber 100 gute Taten begangen, deswegen ist er frei. Würdest du das für gerecht finden? Nein, logischerweise nicht. Ne? Das ist keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, wenn jeder für seine Taten bestraft wird. Das ist Gerechtigkeit. Ne? Und genau das haben wir im Christentum erfahren, indem Gott alle unsere Taten wirklich gesühnt hat durch Jesus Christus. Also Jesus wurde dafür bestraft. Und gleichzeitig hat Gott auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit gezeigt, indem er sich ja dafür geopfert hat. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade und auch seine Barmherzigkeit wurden alle in Jesus offenbart oder erfüllt. Ne? Wenn du aber Jesus ablehnst, dann wirst du Gottes Gerechtigkeit erfahren. Und Gerechtigkeit, haben wir gerade gesehen, bedeutet, dass Gott dich für alle deine Sünden bestrafen muss. Warum? Weil er ist gerecht. Das heißt, du hast heute die Chance zu sagen, Gott, ich will Gerechtigkeit haben oder ich nehme deine Gnade an. In Klammern Jesus Christus. Das liegt an dir. Ja, aber wenn ich jetzt nach der Logik gehe, dann meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, meiner Meinung nach ist es dann auch nicht gerecht, dass jemand nur weil, unter Anführungszeichen nur, na, verstehe mich bitte nicht falsch, ich will das jetzt nicht irgendwie in den Schmutz ziehen oder so, dass jemand nur weil er an Jesus Christus glaubt, nicht dieselbe Strafe erfährt für seine Sünden wie jemand, der es nicht tut und Gutes begangen hat, genauso wie Schlechtes, weißt du, wie ich meine? Weil am Ende ja, des Bruder, guck mal, da stimme ich dir komplett zu. Du hast recht, es ist nicht gerecht. Weißt du, was es aber ist? Bitte? Das ist Gnade. Man nennt es Gnade. Weil Gerechtigkeit würde bedeuten, dass du in die Hölle gehen musst. Richtig. Warum? Weil wir alle gesündigt haben. Aber Gnade bedeutet, dass du unverdient Gottes Güte erfährst. Und genau das haben wir im Christentum. Wir haben keine Gerechtigkeit bei uns, weil Gerechtigkeit würde für uns bedeuten, dass Gott uns alle bestraft. Aber Gnade bedeutet, dass wir unverdient ins Paradies kommen, nicht aus unseren Werken, sagt die Bibel. Ihr seid aus Gnade errettet worden. Verstehst du? Das heißt, du kannst dich entscheiden, willst du Gnade oder willst du Gerechtigkeit? Weil unsere Gerechtigkeit hat Jesus auf sich schon genommen. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, du lehnst Jesus ab, dann musst du selber Gottes Gerechtigkeit erfahren. Und das würde für dich bedeuten, dass du die Ewigkeit in die Hölle verbringst. Verstanden, ja. Dann habe ich zwei Sachen noch, und zwar Punkt 1, warum haben dann Adam und Eva keine Gnade erfahren? Auch Adam und Eva haben Gnade erfahren. Die wurden zwar verbannt aus dem Paradies, aber geistlich gesehen wurden sie trotzdem gerettet. Also Adam und Eva sind heute im Paradies. Weil, wie gesagt, jeder hat ja gesündigt. Aber Adam und Eva sind ja nicht von Gott weggegangen, sondern sie haben ja weiterhin, selbst nachdem sie gesündigt haben, ja, haben sie trotzdem weiter an Gott geglaubt. Ne? Gott hat sie weiterhin, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber als Adam und Eva gesündigt haben, ne, sie haben selber versucht, sich zu verkleiden, ne? Mit Blätter. Kennst du die Geschichte? Ja, ich kenne die Geschichte auch so, dass... Genau, also sie wollten sich selber verkleiden, aber Gott hat dann für sie ein Tier geschlachtet, ja, und sie verkleidet. Also Gott war derjenige, der sie verkleidet hat. Und genau das war ein Hinweis auf Jesus Christus, dass nicht wir Menschen uns selber retten oder uns selber bekleiden, sondern Gott ist derjenige, der uns bekleidet. Mhm. Ne, das heißt, Adam und Eva, die haben gesündigt, ja, die wurden bestraft, indem sie von Gottes Präsenz verbannt wurden. Aber dennoch haben sie Gottes Gnade erfahren, erstens, indem sie weiterleben durften, zweitens, indem Gott sie dann verkleidet hat. Und genauso ist es mit uns. Wir haben gesündigt, ja, wir waren von Gott getrennt, ja, aber der Moment, wo wir dann glauben, ja, erfahren wir trotzdem, trotz unserer Sünden, Gottes Gnade. Warum? Weil Gott uns verkleidet durch Jesus Christus. Verstehe ich, ja. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, das ist jetzt meine Abschlussfrage zu dem Ganzen, und zwar, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Ich habe dir ja gesagt, wegen ewigem Leben beziehungsweise Himmel,
Und da hast du zu mir gesagt, nenn mir eine andere Religion, ne, die deine Sünden vergibt, beziehungsweise wegen Jesus halt, ne, die dir die Gnade erweist. weil ich ja zu dir gesagt habe, es gibt für mich sehr wohl was zu verlieren, ne, weil andere Religionen dir ja auch sowas versprechen. Und ich habe da in erster Linie an das Beispiel Buddhismus gedacht. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, mit dem Buddhismus? Ja, also ich bin jetzt kein Experte im Buddhismus, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, aber das macht für mich keinen Sinn. Also ich habe mich mit dem Buddhismus um einiges mehr beschäftigt als mit den anderen Religionen. Und im Buddhismus glaubt man daran, dass man eben auch an sich arbeitet, versucht, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Und dass man dann irgendwann zum Zeitpunkt seines Todes, also wenn man zum Zeitpunkt seines Todes frei von weltlichem Verlangen ist, das heißt, zum Zeitpunkt deines Todes willst du nicht noch irgendwas auf dieser Welt unbedingt machen, sei es jetzt, keine Ahnung, ein Auto kaufen oder dort und dahin fliegen oder sonst irgendwas, also als Beispiel, dann steigt man so gesehen auf, also das, laut dem Buddhismus ist es auch sowas wie der Himmel, aber nicht ganz, sondern man steigt eher zu einem höheren Ich auf, ne? Zu einer geistigen Form, zu einer seelischen Form, zu einer nicht materiellen Form. Und das ist, ganz los, das ist genau das, was ich meinte, ne? Jede Religion, ja, erwartet von dir etwas, dass du etwas tust. Buddhismus, ne, sagt ja, du sollst ein guter Mensch sein und dann steigst du auf. Du sollst ein guter Mensch sein, dann steigst du, also wenn du ein schlechter Mensch bist, dann widerfährt dich Karma und bla bla bla. Dann wirst du wiedergeboren als ein schlechtes Geschöpf. Wenn du gut bist, wirst du auf einmal besser und solche Sachen. Ne? Also es hat immer mit diesen Religionen damit zu tun, dass du selber irgendwelche Leistungen erbringst, um eine höhere Stufe zu erlangen, richtig? Und das ist eben genau das Gegenteil von Christentum. Christentum ist es so, dass du erkennst, weil jeder Mensch weiß, keiner von uns ist perfekt und wir werden auch nie perfekt sein. Im Christentum ist es so, guck mal, Gott kommt uns entgegen. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind und er hat für uns die Grundlage gelegt, nicht wir, sondern er hat für uns die Arbeit getan. Alles, was er von uns erwartet, ist, dass wir glauben. Aber das, was die anderen Religionen von dir erwarten, ist, dass du tust, dass du machst. Entschuldige, weißt du? Ich unterbrich, aber das Ding ist halt, was da für mich komplett unschlüssig ist, und das ist halt, wie soll ich sagen, ein Fakt, den ich jeden Tag in meinem Leben beobachten kann, wenn ich rausgehe, wenn ich irgendwas mache, wenn ich in den Himmel gucke oder was auch immer der Fall ist. Alles im Leben, egal wo du hinguckst, hat einen Auslöser und eine darauf folgende Auswirkung. Es ist egal, was es ist. Alles hat einen Anfang und ein Ende und wiederholt sich dann im Prinzip. Ne? Ist egal, ob du dir das Wetter anguckst, ob du dir diverse Aktionen anguckst, es hat alles immer einen Auslöser und eine Auswirkung. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, sowas wie der Buddhismus macht für mich sehr, sehr viel Sinn, weil ich persönlich es als nichts, ich empfinde es als nichts Schlechtes, dass ich an mir arbeiten muss oder soll, um Gutes zu widerfahren, verstehst du? Im Christentum soll man das ja auch, aber so wie der Christentum das beschreibt, ist es ja so, der Christentum ist der einzige Glaube, wie du mir gerade geschildert hast, wo das nicht auf eine Waagschale gelegt wird. Aber in meinen Augen ist das im Buddhismus jetzt beispielsweise ja keine Waagschale. Im Buddhismus ist es ja nicht so, dass man sagt, zum Zeitpunkt deines Todes, wird das alles auf eine Waagschale gelegt, weil das würde ja gar nicht funktionieren. Das ist genauso, wie du es vorher beschrieben hast. Wenn du jetzt vor Gericht kommst, da zählt ja das, was in diesem Moment, ne, was du verbrochen hast. Das war nicht mein Argument. Mein Punkt ist, die anderen Religionen, ja, sagen, du musst eine gewisse Leistung bringen, damit du eine gewisse Stufe erreichst. Im Buddhismus ist es so, du sollst gute Taten verbringen, ja, damit du im nächsten Leben eine höhere Stufe erreichst. Also das heißt, es hängt von deiner Leistung ab. Nein, so ist es nicht im Buddhismus. Nein, das hast du falsch verstanden. So ist also wenn du, was passiert mit dir im Buddhismus, wenn du, sag ich mal, ein schlechter Mensch bist? Im Buddhismus ist es so,
dass es nicht, du darfst es im Buddhismus nicht sehen wie eine Belohnung in dem Sinne oder wie eine Strafe. Im Buddhismus, aber das ist eine höhere Stufe, oder? Nein, nein, auch keine höhere Stufe in dem Sinne. Im Buddhismus glaubt man einfach daran, dass man sich seelisch weiterentwickelt. Das ist keine Belohnung und keine Strafe, sondern es gibt einfach sowas wie sich weiterzuentwickeln und es gibt sowas wie sich zurückzuentwickeln. Wenn ich jetzt beispielsweise... Genau. Guck, ganz kurz. Eine Weiterentwicklung, ne? Ist doch eine höhere Stufe, oder nicht? Naja, das ist Ansichtssache, würde ich behaupten. Also, guck mal, wenn ich zu dir sage, du wirst im nächsten Leben ein Frosch, oder wenn ich zu dir sage, du wirst im nächsten Leben ein König, ist es kein Unterschied? Naja, du, wie gesagt, das ist wiederum Ansichtssache, ne? Das kann man als Mensch halt, wir als Menschen können das halt interpretieren, wie wir wollen. Der eine Mensch, den ich frage, der würde sagen, ja, König ist die Weiterentwicklung, ne? Also König wäre höher gesetzt und Frosch niedriger. Und ein anderer Mensch würde vielleicht aber das Gegenteil behaupten, einfach weil er es persönlich total spannend, interessant und krass findet oder toll findet, was ein Frosch kann. Weil wenn du dir das jetzt mal faktisch vor Augen hältst, was ein Frosch kann, ist es schon beeindruckend, Zoe. Beispielsweise. Zoe. Das ist dein Ernst, ja? Das ist Zoe. Mein Ernst, natürlich. Zoe. Okay. Zoe. Ja, ich höre doch zu. Okay, gut. Ich bin Raphael, ich bin der andere Mensa. Was ich dir gerade sagen wollte, tu mir mal bitte einen Gefallen, okay? Ja. Kannst du bitte, ich gebe dir, Mensa ist ja jeden Samstag online, ne? Ja. Jeden Samstag ist er online. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Der wäre, les mal bitte Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, ne? Mhm. Wenn du diese vier Bücher gelesen hast, Mensa ist jeden Samstag online. Komm bitte an einem anderen Samstag nochmal hier rein, okay? Und erzähl uns bitte, was du aus diesen vier Büchern rausgenommen hast, okay? Mhm. Und dann werden deine Augen in gewisser Art und Weise mehr geöffnet sein in dem Bezug auf das, was Mensa dir jetzt die ganze Zeit erzählt hat. Weißt du? Mhm. Und dann können wir dann nochmal in den Wochen, wenn du wieder zurück bist, dann zeigen wir dir nochmal, dass der Ursprung von diesem ganzen Buddhismus etc., dass das alles Dinge sind, die entstanden sind. Die sind nicht von Anfang an da gewesen. Die sind erst entstanden. Weißt du? Deswegen lest die ersten vier Bücher Mose an. Lest das Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wenn du diese vier Bücher gelesen hast, komm bitte an einem Samstag hier rein und wir sind herzlich, wir empfangen dich mit einem Herzen und reden dann mit dir darüber und vergleichen das dann mit dem Buddhismus. Ist das ein Deal? Ja, können wir machen. Okay, gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Samstag. Ebenso. Dann wünsche ich dir einen schönen Samstag. Ebenso. Ich wünsche dich auch ein schönes Wochenende. Gleichfalls, ja. Bleibt gesund und ja, verfolgt eure Träume und Ziele. Bis dann. Dann sehen wir uns aber wieder hier, ne? Bitte lesen. Ja, ich habe schon gefolgt. Okay, alles bitte klar. Lesen, bitte lesen und dann sehen wir uns hier. Wichtig, ne? Sehr wichtig. Kannst du mir vielleicht... Oh, okay, jetzt habe ich dich runtergenommen. Sorry. So, was war es nochmal? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber ich dachte, sie ist schon fertig, aber... Okay, soll es kurz schreiben, ja, oder nochmal schnell Anfrage schreiben. Genau, schreib am besten einfach in den Kommentar, genau. Gut. So, ich habe jetzt noch andere Gäste, deswegen... Oder schreib uns persönlich. Genau. Ja, mal, ja, genau. Schreib mal in den Chat, genau. Kannst du mir in den Chat schreiben? Die Namen. Achso, sie wollte die Bücher nochmal haben, glaube ich. Ja. Ich schreibe ihr. Wow. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Alle vier Bücher bitte zu Ende lesen. So, hallo offline. Hallo, hört man mich? Ja. Ja, man hört sich da. Was liegt dir auf dem Herzen? Und zwar erstmal grüßt euch, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe nur eine Frage. Einen Moment, ich muss es ganz schnell raussuchen. Offline? Ja. Bist du Moslem? Ja, Alhamdulillah. Wie alt bist du? Ich bin 22. Kennst du dich aus? Nicht so ganz. Du kennst dich nicht so gut aus mit deiner eigenen Religion? Nein. Möchtest du uns was über das Christentum fragen? Ja, genau. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun?
Was denn? Kannst du dich bitte erstmal mit deiner eigenen Religion... Du kannst uns gerne gleich die Frage stellen, ne? Aber einige Sachen machen für mich im Kopf keinen Sinn. Du kennst dich mit deiner eigenen Religion nicht so gut aus, aber fuchtelst, weißt du, in anderen Religionen. Verstehst du, was ich meine? So, ich verstehe den... Ich fuchtel nicht, sondern ich hör euch ja die ganze Zeit zu. Oder du hörst dich so um. Also die Frage, die ich mir gerade stelle, ist das... Kommst du hier rein, weil du was Neues lernen willst oder weil du Interesse an Christentum hast? Oder willst du einfach hier, um irgendwas zu widerlegen? Weil deswegen frage ich dich, ob du dich mit deiner Religion auskennst. Weil wenn du dich nicht mit deiner Religion auskennst und du kommst hier hin und stellst eine Frage, okay? Und wir stellen dir eine Gegenfrage, dann ist unnötig. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich glaube eher weniger, dass man mir dann eine Gegenfrage stellt auf meine Frage. Weil auf eine Frage stellt man ja keine Gegenfrage, nee, man antwortet da drauf. Auch wenn wir dir eine Antwort geben und dir dann eine Frage stellen. Dann lass mich doch erstmal meine Frage stellen. Ja, komm, stell mal deine Frage, komm, was liegt doch. Ich verstehe den Sinn und Zweck nicht. Ja, aber lass mich erstmal meine Frage stellen. So. Und zwar, einen Moment. Ich war gerade dabei, das rauszusuchen. Ja, am besten, bevor du kommst, musst du schon alles parat haben, weißt du, sonst verschwenden wir Zeit. Aber egal, ich nehme mal so lange jemand anderes ran. Ja. Ich mach nicht so lange stumm, sorry. NT, more ref you mean, ne? More ref you mean. Minion die Panne. Gut, aber bei dir ist es immer, man weiß nie, ja? Chaleya gana ni! Chaleya gana ni! My chainsaw, more ref you mean. Chaleya, sorry, Chaleya, sorry, pa. Chale, oh. Thema, Bruder, Thema. Ja, aber erstmal Gottes Segen. Gottes Segen, ey, Charlie. Diese Tschi-Sprache kam mit Herz. Bruder. ich habe nur zwei ganz kurze Fragen. Ja, Bruder. Und zwar, habt ihr das mitbekommen mit diesen roten Kühen gerade, mit Israel und so alles? Also das sind zwei Sachen, die mich interessieren gerade. Einmal das und was ihr über die Entrückungslehre denkt. Vorentrückung, Nachentrückung und so weiter und so fort. Aber habt ihr das mit den roten Kühen da mitbekommen? Nee, Mann, ich auf jeden Fall nicht. Was da passiert? Es geht darum, und zwar im vierten Buch Mose ging es ja darum, wie was halt gemacht werden muss, traditionell, um halt einen neuen Tempel zu erbauen. Mhm. Und dafür brauchst du halt so gewisse rote Kühe, die halt mehr oder weniger perfekt sind. Und das wurde jetzt bis heute nur 9-mal gemacht, weil bis heute nur irgendwie 9 Kühe gefunden worden sind. Und jetzt gerade gibt's halt neue, und das war jetzt irgendwie 2000 Jahre her, dass sie solche Kühe gefunden haben. Und das finde ich halt schon ein bisschen krass, so dass wir halt in einer Zeit leben, wo es halt wieder so eine Kühe gibt, so nach 2000 Jahren, und dass sie halt quasi das nutzen wollen für den dritten Tempel, was ja auch alles halt in Offenbarung halt steht, und deswegen dachte ich, ihr hättet vielleicht auch was davon mitbekommen. Ciao, was ich dir da... Mensa, willst du was dazu sagen oder soll ich was dazu sagen? Ja, egal, sag mal, danach. Guck mal, in Bezug auf Endzeit jetzt und so weiter, ne? Was ich dir dazu sagen werde, ist so, diese Dinge müssten alle passieren, ne? Das weißt du ja selber, ne? Diese Dinge müssen passieren. Wenn sie Kühe gefunden haben, haben sie Kühe gefunden. Weißt du? Aber ich bin jetzt nicht, ich zum Beispiel persönlich, konzentriere mich jetzt nicht darauf, in Bezug auf, was da jetzt passiert, sondern ich konzentriere mich darauf, dass ich selber in den Himmel komme und dass ich meine Leute mitziehe, in den Himmel zu kommen. Weißt du? Dass ich die anderen vorbereite und mich selber, weißt du, am wichtigsten mich selber und dann die anderen, und dass wir uns darauf vorbereiten, dass sie in den Himmel kommen. Verstehst du, was ich meine? Das mit den Dingen ist passiert, mit den Kühen ist jetzt passiert, das ist jetzt eine Sache, wo ich jetzt ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, wo ich weiß, wo ich mir an, wie soll ich erklären, I have more wisdom jetzt, ich habe jetzt ein bisschen, ich bin weiser geworden, da du es mir jetzt gesagt hast, aber ich persönlich habe mich jetzt nicht mit diesem Thema so versetzt damit und so, weil es mich in dem Moment jetzt gerade nicht so wichtig ist. Was sagst du dazu, Mensa? Ja, also ich habe auch mitbekommen, die Geschichte mit dem Tempel, dass sie versuchen, das dritte Tempel aufzubauen und so, wieder aufzubauen und solche Sachen. Aber ich hab versucht, einfach mich nicht drauf zu fokussieren, weißt du? Okay. Deswegen, ja. Aber bezüglich Entrückung, also Vorentrückung und solche Sachen, also ich glaube nicht an die Vorentrückung, sondern ich glaube an die Nachentrückung. Also ich glaube sowieso an Postmill, also ich weiß, ob es dir was sagt. Ja, das heißt, dass wir durch die Entrückung gehen müssen, ne, und dass danach das tausendjährige Reich sozusagen kommt.
Genau, also vor Entrückung, ich sehe keine biblische Unterstützung dafür. Ja. Deswegen. Oder? Fragst du mich gerade? Ja, also ich. Achso, nee, ich bin da, das Ding ist, ich habe halt mir viele Sachen angeguckt, so. Es gibt schon, für beides gibt es schon so Argumente, aber ich bin da halt auch 50, also nicht 50-50, also ich bin auch eher Post. Mhm. Ja. So, ja, aber es gibt halt auch einige Argumente, wo man auch sagt, so, okay, das klingt auch einigermaßen schlüssig, so, deswegen dachte ich, vielleicht hättet ihr ja da auch so zwei verschiedene Meinungen oder sowas, aber ich tendiere auch eher zu Post. Ja, ich denke wirklich, also es gibt für all diese Positionen so, ich glaube, dass Gott es mit Absicht gemacht hat, ja. Mhm. Weil man könnte wirklich für jede dieser Position könnte man irgendeine Bibelstelle finden, um das zu stützen. Mhm. Aber keiner kann wirklich klar beweisen, dass seine Position die perfekte ist. Gegen jede Position findet man irgendwas. Ja. Weißt du, und ich glaube wirklich, Gott hat es bewusst gemacht, einfach weil er nicht will, dass wir Menschen alles entziffern bezüglich der Endzeit. Er hat uns Signale gegeben, er hat uns Session gegeben, er hat uns Abläufe gegeben, ne? Aber dennoch, wie gesagt, es gibt Pre-Trib, dann gibt es Mid-Trib, dann gibt es Post-Trib, dann gibt es wieder Amillennialism und dann gibt es wieder Post-Millennialism. Also es gibt so viele Positionen, die man vertreten könnte, ja. Und deswegen versuche ich meinen Fokus einfach nicht darauf zu richten, sondern mein Fokus ist einfach, okay, Jesus wird wiederkommen, ja. Mein Fokus ist einfach, wir müssen bereit sein, auch durch Trübsal zu gehen, ja. Mein Fokus ist einfach, Jesus regiert und das ist am Ende das, was zählt. Amen, Amen. Also. Charlie, soll ich sagen, wir gar nichts sagen. Ah, wir gar nichts. Udi Busa Mensa, wir kennen uns. Shalom ja, zusammen. Leute, lass mal Deutsch reden, sonst bekomme ich Beschwerden von okay. Ihr wisst Bescheid. Ich habe so viele Beschwerden deswegen bekommen, Alter. Weil ich immer mit Flex immer auf Ghanesisch geredet habe und so. Ja, Mann, aber hey, Raphael, Joker sage ich. Also Testfire ist doch Joker Tululu, kennst du ihn nicht? Ey! Ja, Mann. Was geht ab? Das ist Joker Tululu. Das ist sein Undercover-Profil. Mir ist serious fan, und nimm's her. Talit, business, nun, Talit, in der Kasse. Easy, mach mal weiter. Okay. Danke euch. Ja. Ey, wo ist dieser Typ? Der ist weg, ne? Dieser Muslim ist der weg. Der ist gegangen. Der ist gegangen. Ey, da sind ein paar Moslems, die machen viel Japa. Schickt mal bitte Anfrage, kommt bitte hoch. Ja, Mann, ey, die Moslems, guck mal, wir haben 300 Leute hier drin, kommt doch einfach hoch, bitte, die kommt einfach hoch. Japa, ich sehe, der eine schreibt hier, du machst Japa, komm hoch. Komm hoch und widerleg uns, das ist doch ganz einfach, hä? Wir sind ganz normale Menschen. Guck mal, dieser Typ, der die ganze Zeit schreibt, Islam wird siegen, komm doch hoch. Guten Tag. Hallo. Hallo, Leander, wie geht's? Servus, mir geht's gut, und euch? Uns auch, ja. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, ich bin auch Christ, aber ich habe nur eine Frage, eine kurze. Und zwar möchte ich zur Bundespolizei und ich muss ja einen Schwur ablegen und einen Eid ablegen und da schwöre ich ja. Ist das okay oder ist das eher nicht so okay? Ist ja nicht schlecht. Also was soll daran so schlimm sein? Ja, mal, ich denke mal, er soll ja nicht schwören im Christentum. Ach so. Der meint, dein Ja soll Ja bleiben und dein Nein soll Nein bleiben, so, was Jesus gesagt hat. Was musst du denn schwören? Was genau musst du denn da sagen? Dass ich halt aufs Grundgesetz schwöre, mein Eid halt dort aufschwöre. Nee, das kannst du machen. Ja? Ja. Okay. Also das, was Jesus da sagt mit, ihr sollt nicht schwören, dein Ja soll Ja sein, dein Nein soll Nein sein, das war etwas, was die Juden gemacht haben. Ja, warte mal, wo ist die Stelle nochmal? Matthäus 5, oder? Warte mal. Matthäus 5 oder 6? Ja, aber ich glaube, Matthäus 5, Vers 34 war das. Warte mal, ich check mal ab. Mhm. Guck mal, du musst dir vorstellen, damals haben die Juden, wenn sie geschworen haben, sie haben bewusst auf andere Sachen geschworen, ne? Weil sie ganz genau wussten, dass sie das, wo, das, was sie Versprechen eh nicht einhalten werden. Ne? Mhm. Aber ich lese es mal vor, warte. Die haben irgendwie auf komische Sachen geschworen und Jesus meinte, guck mal, hört auf, das zu machen, sondern dein Ja soll Ja sein, dein Nein soll Nein sein. Damit wollte er einfach nur zeigen, dass sie einfach ihr Wort halten sollen.
So nach dem Motto. Und nicht so eine komische Gelübde ablegen. Warte mal, wo ist das nochmal? Matthäus. Ja, Mann, warte mal. Ich habe leider so ein PDF und das ist voll schwer zu blättern und so, warte. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ihr könnt so lange weiterreden, ich suche so lange. Ich glaube 5,37, oder? Glaube ich auch, 5,34, aber... 34 bis 37. Ja. Was geht, Bruder Väter, ist klar? Ja, bei euch. Wie geht's euch, Bruder? Uns auch, ja. Gut, soll ich dir vorlesen? Linda? Ja, genau, lief mal vor. In Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass zu dem Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das vom Bösen. Genau. Warte. Mhm. Welcher Vers war das? 34, oder? Ab 33 bis 37. Matthäus 5, 33 bis 37. Genau. Also ich lese mal kurz so eine Exegese dazu. Da steht, warte, da sollte nicht verstanden werden als allgemeines Verbot aller Eide unter allen Umständen. Warte mal, ich nehme das mal ein, warte. So. Effekte, hier. So, das ist dieser Vers, ne? Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, ne? Das sollte nicht verstanden werden als allgemeines Verbot aller Eide unter allen Umständen. Warte mal, stimmt mal, genau. Gott selbst bestätigt eine Verheißung mit einem Eid, ne? Hier sind die Verse, ja. Wir sehen auch in der Offenbarung, dass ein Engel auch schwört und so, ne? So, und dann steht hier, Christus selbst sprach unter Eid. Und das Gesetz schrieb unter bestimmten Umständen Eide. Ne? Hier stehen die Versen. So. Was Christus hier verbietet, ist das leichtfertige, profane, Mann. Jetzt seht ihr besser, oder? Das leichtfertige, profane Schwören in der Alltagssprache. Ja, dieses unnötige Schwören, wie die Muslime immer machen, walla, walla, walla und so. So. In der damaligen Kultur wurden solche Schwüre häufig für betrügerische Zwecke verwendet, genau. Um das Vertrauen ihr Opfer zu gewinnen, schworen manche Juden, hier, jetzt kommt's, beim Himmel, ne, bei der Eide, bei Jerusalem oder beim eigenen Kopf zum Beispiel. Ne. Allerdings nicht bei Gott. Warum? Weil sie Angst hatten. Weil wenn du bei Gott schwörst, dann wirst du ja dazu auch wirklich zur Rechenschaft gezogen. Also haben sie auf diese Dinge geschworen. So, weil sie hofften, so dem göttlichen Gericht für ihre Lüge zu entgehen. Ne. Der Herr will, dass unsere Worte immer so wahr sind, als stünden wir unter einem Eid. Vergleich Vers 37. Was steht im Vers 37? Ich lese vor, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber genau, ist. Das genau, also wir sollen einfach wahrhaftig sein. Und nicht so unnötig schwören und dann lügen und solche Sachen. Leander, könnt ihr mir die Frage beantworten? Ja, das war eine gute Antwort. Dankeschön, ne? Top. Da wünsche ich dir einen schönen Samstag. Wünsche ich auch. Gott segne euch. Ciao. Wo sind die Muslime? Ja, die Muslime haben keinen Bock auf uns. Keine Ahnung, aber alles gut. Viel, Japa, ja. Hallo, warte mal, wen habe ich gerade angenommen? Ich habe doch gerade jemanden angenommen. Okay, er ist weg. Keine Ahnung. Naja. Der ist offline. Der ist auch nicht mehr gekommen, gell? Ja, der ist weg. So, ja, also wenn das jetzt kein Muslim ist, dann würde ich sagen, wir teilen einmal das Evangelium, dann gehe ich raus. Also ich bin sowieso seit 3 Stunden live oder so. Okay, der ist jetzt auch weg, okay. Hast du noch eine Anfrage? Okay, dann. Nee, ich habe keine Anfragen mehr. Eine Alicia schreibt Antworten, ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja, ich denke auch, das ist recht erstmal für heute. Vielleicht komme ich heute Abend nochmal live. Aber für jetzt reicht es erstmal an alle hier drinnen, falls du Jesus nicht kennst, ja, solltest du umkehren zu Jesus Christus. Ja, wie ihr vorhin mitbekommen habt in dem Gespräch zwischen mir und diesem Zoe, ja, jeder Mensch muss sich irgendwann vor Gott verantworten für alles, was du getan hast. Ja, und wenn du gesündigt hast, was wir alle getan haben, wir haben alle gesündigt, sagt die Bibel. Das heißt, wir müssen uns alle vor Gott verantworten. Ne? Und der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, wie du Gottes Zorn entfliehen kannst,
ist, indem du Jesus als deinen Retter und als deinen Erlöser akzeptierst. Heute noch, nicht morgen oder übermorgen, sondern heute hast du die Chance, Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich nehme dich als meinen Erlöser an. Das bedeutet, du nimmst das Opfer von Jesus Christus an. Warum? Weil er ja für dich gestorben ist. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen für dich. Ne? So, wenn du aber sagst, nee, ich glaube nicht an Jesus, dann bist du verpflichtet, für deine eigenen Sünden zu bezahlen. Und das würde für dich bedeuten, dass du für immer und ewig in die Hölle gehst. Weil keiner kann Gott bezahlen. Womit willst du Gott bezahlen? Du kannst Gott nicht bezahlen. Ne? Das heißt, Gott muss dich bestrafen für immer und ewig, damit die Sünde, die du begangen hast, irgendwie halbwegs gesühnt wird, weißt du? Aber die Bibel sagt, im Johannes 3, Vers 16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, damit jeder, der glaubt, nicht für immer und ewig in die Hölle geht, damit jeder, der glaubt, nicht von Gott vernichtet wird, sondern damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, ewiges Leben. Jesus sagte, der Dieb kam, um zu töten, um zu zerstören und um zu stehlen, also Satan, ja. Aber er ist gekommen, damit seine Schafe, in Klammern, damit jeder, der an ihn glaubt, ja, Leben hat, Leben in Überfluss. Ja, das ist das, was Jesus Christus uns verspricht. Er ist nicht gekommen, um Verwirrung zu bringen, er ist nicht gekommen, um Zerstörung zu bringen, um Tod zu bringen, sondern er ist gekommen, damit wir Leben haben, in Überfluss. Ja, und das ist ein Geschenk Gottes. Ja, das zeigt die Liebe und die Gnade Gottes. Ja, und alle anderen Religionen erwarten von dir, ja, dass du Taten verbringst, dass du dir deinen Weg ins Paradies erarbeitest. Ja. Aber Gott sagt, hey, weißt du was, ich habe schon alles, ich habe schon die Grundlage gelegt. Ich habe schon alles getan. Alles, was du tun sollst, ist, dass du glaubst und umkehrst. Ja, und Gott selber wird dich verändern. Gott selber wird dein Herz verändern. Gott selber wird dir die Kraft geben, die du brauchst, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Ja, es ist der Heilige Geist, der dich verändert. Deswegen, komm zu Gott. Ja, er ist der Arzt. Ja, er kann dich verändern. Und er wird dich verändern, wenn du heute umkehrst. Und er wird dir auch vergeben. Du wirst, laut Johannes 1, Vers 12, wenn du an Jesus glaubst, wirst du ab dem Moment ein Kind Gottes. Ja, es ist eine ganz einfache Message. Es ist eine ganz einfache Botschaft. Deswegen, lass dich nicht verwirren durch Islam oder durch irgendwelche falschen Religionen, sondern komm zu dem echten und den lebendigen Gott, der dich so sehr liebt, dass er sogar seinen Sohn für dich geopfert hat, damit du durch deinen Glaube ewiges Leben hast. Hallo, Hani. Moin. Morgen, was liegt dir auf dem Herzen? Ich habe nur eine Frage. Du bist ja Christ, bist Moslem? Richtig? Bist Moslem? Ich bin Christ. Und ja, du? Ich bin Moslem, ja. Okay, erzähl mal. Bitte bleib im App. Wenn du die App verlässt und Kaffee trinken gehst, hören wir dich nicht mehr, bitte. Ach so, okay, sorry. Guck mal, jetzt ist er wieder weg. Bitte komm zurück, genau. Welchen Vers willst du lesen? Sag uns den Vers, wir lesen ihn. Johannes 5, Vers 30, bitte. Wow, Knockout. Oh ja. Read him out. Soll ich lesen? Ja, mach. Ja. Johannes 5, 30, ne? Ja. Okay, Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richtig. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Genau. Okay, und was? Also, ihr glaubt doch daran, dass Jesus allwissend ist, oder? Mame Ninunkasa, ich rede mit ihm. Ja, Jesus ist allmächtig und allwissend, richtig. Okay. Und was hat man eben im Vers gehört? Okay, dann lies mal ab 5,20. Ich lese. Ja. Lass ihn selber lesen. Aber er muss dann aus der App raus. Ja, ach so, ich kann nicht. Lass Mensa für ihn mal schön langsam lesen. Und dann lesen wir Johannes 10,30. Alles gut. Lies mal, Raphael. Ich lese langsam, ja? Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Ne? Ich gehe jetzt auf weiter, Johannes. Weiter. Ah, weiter.
Nein, lies weiter, genau, okay. Lies weiter. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn... Wenn der Sohn die ganze Macht hat, dann heißt es was? Dann ist er Gott, richtig? Ja oder nein? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer richtig. Den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Okay, stopp, das reicht schon. Und der Sohn kann auch was? Tote lebendig machen. So, Kollege, du bist aus der App raus. Du musst wieder zurückkommen. Ne? Also wenn du schon Antworten haben möchtest, dann musst du auch hier drinnen bleiben. Hallo. Hallo, hört man mich? Genau. Mein Lieber, wir lesen ja das was, dass der Sohn die Macht über Himmel und Erde hat. Ist der Gott, ja oder nein? Wenn jemand die Macht über Himmel und Erde hat, ist er dann ein Gott, ja oder nein? Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Guck mal, Leute, wenn ihr keine Ahnung habt über die Bibel, warum wollt ihr darüber reden? Ich verstehe euch nicht. Das Ding ist, es gibt so viele Verse, die einfach dagegen sprechen, dass er Gott ist. Nein, da spricht nichts dagegen. Du liest einfach nicht. Du liest einfach nicht gescheit. Das ist das Problem. Johannes 10,30. Ich und der Vater sind eins. Das ist so einfach zu verstehen. Wenn du jetzt dich anguckst, deine Seele und dein Geist, gehört es zu dir oder seid ihr dreimal Honey? Nein. Ja, also, ganz einfach erklärt. Das Ding ist, ich kenne mich leider, bin ich ehrlich, nicht so gut mit der Bibel aus. Ja. Ne? Aber ich habe schon wirklich viele Verse gesehen, die einfach halt dagegen sprechen. Ja, welche denn? Dann bring uns die mal. Die widerlege ich dir alle. Bring mir egal welchen Vers. Welchen Vers denn? Bring den Vers. Ja, ich wollte gerade gucken, aber ich weiß, ich finde die nicht mehr. Aha. Aber ich hatte mal welche. Ich guck kurz, vielleicht finde ich die. Hani, einen Tipp würde ich dir mal geben. Lies die Bibel selbst und hör auf, die PDF-Datei von Hamdi, Joker und so weiter zu lesen. Nein, mache ich nicht. Also, das bringt dir nichts. Guckst du drauf, das sind genau die Fragen, die immer gestellt werden. Das sind immer dieselben Fragen. Wir beantworten immer dieselben Fragen. Ich glaube, diese Frage, Johannes 5,30, hat jeder von uns hier drinnen schon mindestens mal 100 Mal beantwortet. Mindestens. Ja, okay. Mindestens 100 Mal beantwortet. Deswegen, hört doch einfach auf. Geht nicht, guck mal, ich verstehe, guck mal, wenn du irgendwas lernen willst über das Christentum, wenn du irgendwas über die Bibel lernen willst, dann hör Christen zu. Aber geh doch nicht in den Stream von irgendeinem Joker, irgendeinem Hamdi oder irgendeinem Liebe zum Bürgergeld, oder wie die ganzen Idioten noch heißen, die ständig nur Lügen erzählen. Sie erzählen nur Lügen. Wie oft haben wir sie beim Lügen erwischt? Wie oft haben wir ihnen gesagt, das, was du da vorliest, das steht da gar nicht drin. Ihr erfindet einfach irgendwelche Wörter da rein. Das steht da nicht drin. Ja, da gibt's viele Leute, die so was man einfach sagen, hinzufügen ja, muss. Das ist ja beim Islam auch so, weißt du. Da gibt's immer so Leute, die einfach irgendwelche Lügen und so erzählen. Ja, aber das Problem ist, wir stehen ja für die Wahrheit. Wir stehen ja nicht für Lügen. Guck mal, das Ding ist, wir Christen, wir müssen nicht lügen, um unsere Religion zu verteidigen. Aber der Islam tut das schon. Ja, also wenn ich mir schon die Leute anschaue, die bei uns reinkommen, sie tun auf Krampf Lügen, damit sie einigermaßen noch ihre Religion verteidigen können. Ja, damit die Leute ja nicht auf den Riecher kommen und sagen, oh, ah, guck mal, der Islam ist ja wirklich eine Lüge, sondern sie müssen ihre Zuschauer, ihren Leuten anlügen, damit die Leute was weiterhin an diese Lüge glauben. Das ist leider traurig. Ja, und das Ding ist, wenn du über Gott sprichst, dann musst du für die Wahrheit stehen und nicht für die Lüge. Ja, ja, klar. Das ist ruhig. Ja, und deswegen, Hani, ich kann dir nur eine Sache mitgeben. Nimm die Bibel in der Hand, lies selber, lies auch das Alte Testament. Und lies es wirklich vom Herzen, ja, nur wenn dein Herz es auch sagt, hey, I am ready to read it, weißt du, lies es und dann wirst du es auch verstehen, ja, du wirst es auch verstehen, du musst nur gescheit lesen, ja. Ja, ganz kurze Frage. Ja. Ist deiner Meinung nach der Islam falsch?
Islam ist nicht nur falsch, der Islam ist vom Satan höchstpersönlich, ja. Okay, könntest du mir vielleicht irgendwas sagen, was dafür spricht, dass der Islam falsch ist? Natürlich, selbstverständlich, damit du auch erkennst, also Galater 1,8, wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium gibt, quasi, oder predigt, ja, so sei er verflucht, ja, und das sehen wir in Sahih al-Bukhari 3. Ja, lies mal Sahih al-Bukhari 3. Wenn du Sahih al-Bukhari 3 lesen tust, dann weißt du sofort, dass dieser Prophet eigentlich also er ist ein falscher Fufi einfach, ja. Einfach mal lesen, Sahih al-Bukhari 3. Das ist the Revelation, Sahih al-Bukhari 3. Und dann wirst du sehen, was dieses Geschöpf oder was dieses Wesen, was in der Höhle drinne war, was er mit Mohammed getan hat. Der hat Mohammed in dieser Höhle auseinandergenommen. Flex nur am Flüchten. Abu Flex Cornflex, komm hoch. Komm hoch. Ja, Bruder, komm, das sind irgendwelche Fake-Accounts, die, weißt du, er hat einen einzigen Follower, sonst hätte ich ihn direkt eingeladen. Das sind diese Dings der Gummibärchenbande, die sich irgendwelche Fake-Accounts machen, um hier reinzukommen, weil sie sich nicht trauen, mit ihren echten Accounts hier hochzukommen. Ne? Ja, stimmt auch. Genau, aber auf jeden Fall Hani. Das Ding ist, dein Prophet, ne? Er ist leider kein echter Prophet, weil er wurde zum Propheten gezwungen. Er wurde gewürgt. Ja, er wurde gewürgt. Das steht in euren eigenen Quellen, Sahih al-Bukhari. Das ist die Quelle, die dir Flex gerade gegeben hat. Sahih al-Bukhari 3. Genau. Ist der Vers lang? Der Vers ist sehr, sehr lang. Lies mal, was am Ende noch alles war. Und du musst eins zu eins zusammenzählen. Und dann merkst du sofort, ja, dass der Kerl ein falscher Fufi war. Es ist eindeutig, wenn du diesen Sahih lesen tust, merkst du sofort, scheiße, ich verehre eigentlich einen Propheten, der eigentlich das allerletzte ist, der letzte falsche Fufi auf Planeten ist. Vertrau mir, lies einfach Sahih al-Bukhari 3. Guck, ich weiß eigentlich nicht. Ich weiß eigentlich nicht, warum Sahih oder Gelehrten das überhaupt überliefern, weil das ist eigentlich ein Punkt, den Islam zu verlassen. Ja. Hani. Ja. Flex, kannst du also, Hani, wusstest du, okay? Ja. So wie Flex dir erzählt hat, Sahih al-Bukhari 3, nachdem dein Prophet Mohammed den Engel getroffen hat, wusstest du, dass er auf den Berg gegangen ist und sich umbringen wollte? Nein, wusste ich nicht. Doch, dein Prophet wollte sich umbringen, nachdem er den Engel getroffen hat und er erwürgt worden ist. Ja, und lass mich sogar noch was hinzufügen. Niemals würde ein Engel, was geschickt worden ist von Gott, ja, kommen, um jemanden in der Höhle so zu erniedrigen. Lies mal Sahih al-Bukhari 3. Das ist niemals, Bruder, ein Engel. Wir lesen es in der ganzen Geschichte, Flexer, Bruder. Wir lesen überall, nirgendwo kannst du mir zeigen, ob es im Alten oder im Neuen Testament ist. Es ist egal. Ja. Du siehst immer, die ersten Worte eines Engels waren folgende drei Worte. Fürchte dich nicht. Genau so. Hani. Und deswegen, schau, der Engel Gabriel. Ja, er ist geflüchtet, er ist weg, er ist geflüchtet. Ich bin nicht mehr drin, der Hani. Nein, ich bin da, Er ist da. Ach so. Hani, schau. Der Messer rausgegangen, also Fetus rausgegangen. Hani, wenn du dir anguckst, dieser Engel Gabriel, von dem erzählt wird, wie Angelus dir erklärt hat, okay? Ja. Bei Daniel war es so, bei Zacharia war es so, bei Maria war es so, er kam immer in Frieden. Bei Mohammed kommt er auf einmal nicht in Frieden. Hat er sich verändert oder was? Der hat sich. Guck mal, das Ding ist, dieser Engel ist gekommen, er hat ihn in der Höhle gleich gepackt. Das ist wie wenn du draußen bist, so im Auto irgendwo, und dann packt dich jemand. So kam der Engel. Der kam, pa, der hat gesagt, lies, Ikra, dreimal. Anni, weißt du, was das Schlimme ist? Mohammed wusste erstmal nicht, um wen es sich handelt. Dann ist er zu seinem Onkel gegangen, ne? Und der Onkel hat gesagt, du bist dem Engel Gabriel begegnet, der Mose begegnet ist. Das war das nicht seine Frau, Bruder? Das war der Onkel. Der Onkel hat es ihm gesagt. Okay, der Onkel hat ihm gesagt, der Onkel hat es ihm gesagt, und weißt du, was passiert ist? Was denn? Der Onkel hat gesagt, das ist der Engel Gabriel, der Mose begegnet ist. Die Frage ist, der Engel Gabriel, wann ist der Engel Gabriel Mose begegnet? Noch nie. Ja, ich guck mir gleich Noch ganz, ganz, also, an.
Und dann. Also, Angelo hat auch recht. Also, es war sowohl die Frau, Khadija, als auch der Onkel. Also, beide haben ihm sozusagen zugesagt oder zugesprochen, dass er ein Prophet sei. Ne? Aber er selber dachte, er ist ein Dämon begegnet. Und die Frau wollte, guck mal, ist klar, wenn du deine Frau sowas erzählst, ne, und Angst, du zitterst und so, sie wollte ihn beruhigen und sagen: Nee, 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 du bist ein Prophet. Ne? Ja. Und dann der Onkel meinte: Ah, weißt du was, das ist genau das Gleiche wie bei Mose und so, weil, weißt du? Im Exodus Kapitel 3, ne, da kam ja ein Engel, der eigentlich Gott war übrigens. Und der Onkel meinte dann, ah, das ist genau das gleiche wie Mose und deswegen bist du ein Prophet. Und ab da dachte Mohammed, dass er ein Prophet ist. Aber Mohammed selber hat nicht von vornherein gesagt, ich bin ein Prophet, sondern erstens, er dachte, er ist einem Dämon begegnet, nachdem er dreimal gewürgt wurde und gezwungen wurde, den Koran zu rezitieren. Ne? Und dann wollte er sich umbringen und dann haben ihn sozusagen sowohl seine Frau Khadija als auch seine der Onkel Waraka gesagt, nee, 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 weißt du was, du bist ein Prophet. Und ab da dachte er, dass seine Offenbarungen von Gott kommen, aber in Wirklichkeit kamen seine Offenbarungen nicht von Gott, sondern eher von Satan. Aber er wusste das Mensa nicht. Mensa, Bruder, darf ich kurz so eine Frage stellen an den Hanni? Gerne. Also bevor du sagst, ich wollte nicht sagen, dass Angelo falsch liegt. Mein Punkt war, dass der Onkel Mohammed gesagt hat, dass der Engel, den du begegnet bist, ne, dass das der Engel Gabriel ist, der Mose begegnet ist. So steht's in den Büchern. So steht's. Ja, das stimmt. Dass dieser Engel Gabriel ist Mose begegnet. Weißt du? Ja. Das ist, was ich gemeint hatte. Und genau darauf wollte ich ansetzen, mein Bruder. Ja. Und zwar, guck mal, Hanni, das Ding ist ja eigentlich nur folgendes, Bruder, jetzt. Weißt du, wir glauben ja an den einen Schöpfer, an den einen Gott, der Himmel und Erde und alles geschaffen hat. Ja? Ja. Bruder, und wir glauben, dass Gott ewig ist und dass Gott sich nicht verändert. Das heißt, Gott ändert nicht auf einmal seine Meinung oder Gott sagt jetzt nicht, ich mach das jetzt so oder ich mach das jetzt so, weil damals war nicht richtig und jetzt mache ich das besser. Geht nicht, weil Gott ist allwissend. Ja, genauso Gott, denkt der Islam auch, ja. Genau, ja, aber jetzt hat der Islam aber ein Problem, mein Bruder. Und diese Frage würde ich dir gerne stellen. Weißt du, ja, und zwar, gerne. Meinst du, dass Gottes Moral sich ändert? Gott, ob sich Gottes Moral ändert? Genau, seine Moral im Sinne von, wie er vorgeht, wie er gewisse Dinge macht. Nein. Und genau das ist mein Punkt, Bruder Herz, weißt du? Und zwar, wir sehen nirgendwo, dass Gott jemals einen Engel befohlen hat, einen Propheten so auszuerwählen. Nie wurde ein Prophet auf gewaltsame Art und Weise auserwählt und immer wenn egal wo, und das steht sogar in euren Quellen, ich glaube, ihr habt ja, wie viele Propheten? 124.000? Nein. Also, wie viele? Ich glaube, um 25. Nee. Also im Koran jetzt 25, okay. Und wir teilen ungefähr, keine Ahnung, wie viele Propheten teilen wir? Wir teilen, sagen wir so, ihr glaubt an Moses, ihr glaubt an Abraham, also hier Musa, ja. Ibrahim, dann glaubt ihr an Jona, ihr glaubt an, hier, was weiß ich, Adam. Ihr sagt ja, Jesus ist auch ein Prophet, ihr sagt, Adam ist ein Prophet, genau. Und ihr habt ja auch so gewisse Überlieferungen, dass diese Männer als Propheten erkoren worden sind und jeweils seine Botschaft gekriegt haben. Bruder, das Ding ist, wieso musste bei Mohammed auf einmal der Engel kommen und auf aggressiv machen? So, wenn doch wir diesen souveränen Gott haben, der einen Menschen nicht überzeugen muss, der muss dich doch nicht überzeugen, dass er Gott ist. Du weißt, dass er Gott ist. So, Bro, wenn so ein Engel steht, dann muss er nicht sagen, ja, ich bin ein Engel. Sondern, ey, Digga, du siehst das, das ist was anderes. So, und genau das ist das, was ich meine. Gottes Moral ändert sich nicht. Und warum kam er jetzt auf einmal auf diese Art und Weise, dass Mohammed in Rätseln, ja, und dass Mohammed dann irgendwie sogar noch hier suizidgefährdet war, aber aus so einer Art von Angst. Weil, Bro, wir sehen, dass das Motiv des Menschen, beziehungsweise das Motiv, was Gott den Menschen geben wollte, immer war, dass sein Volk gerettet wird. Immer. Und hier sehen wir einfach, es ist ein direktes Motiv an Mohammed, einfach eine Botschaft zu verbreiten, die da steht, die er nicht mal lesen konnte, Bro. Und das auch noch mit Würgen und mit Angst und mit allem Möglichen. Und da sehe ich eine klare Änderung in der Moral Gottes, weil Gott hat so noch nie gehandelt, Bro. Noch nie. Das steht sogar in euren Schriften. Noch nie hat Gott das so gemacht. Ja, guck mal, so ein Punkt, ne, auch, wo für mich einfach die Bibel nicht richtig sein kann, okay? Sag ich dir ehrlich, ist meine Meinung so. Die Bibel, ne, die hat so viele Widersprüche. Wirklich so viele und also, jede sagt was anderes, weißt du? Und okay. Beim Islam, da gibt's einen Koran und
kein anderer um. Aber Bruder, jetzt, du hast da noch ein größeres Problem als wir. Du hast noch ein größeres Problem als wir. Und zwar, wir haben, guck mal, du musst wissen, wir Christen haben gar nicht diesen Anspruch an die Bibel, die ihr in den Koran habt. Wir sagen nicht, dass die Bibel vom Himmel auf einmal runtergefallen ist und da war sie da. Wir sagen, dass Gott Menschen benutzt hat, um diese Bibel zu schreiben. Wir haben über 40 Autoren in der Bibel. Ja, das sind 40 verschiedene Personen, die verschiedenen Bücher der Bibel geschrieben haben. Vom Alten bis zum Neuen Testament. So, und jetzt kann man sagen, ja, wir haben viele verschiedene Geschichten. Gelobt sei Gott, dass wir sie haben, Bro. Wir können Gott aus jeder Perspektive betrachten in der Schrift, wie er sich uns offenbart hat. Und im Koran habt ihr einfach nur diese Geradlinigkeit, wo wir aber wiederum auch Probleme haben. Weil einerseits haben wir Allah den Barmherzigen, andererseits haben wir Allah den Gerechten. Und auf einmal haben wir hier ein paradoxes Problem. Warum? Ja, weil das eine dem anderen widerspricht. So, bei uns kannst du jetzt sagen, okay, wir haben vier verschiedene Evangelien. Bro, ein Haus hat auch vier Seiten. Weißt du? Und je nachdem, von welcher Seite du es siehst, so würdest du das Haus auch betrachten. So, und wir haben vier verschiedene Personen, die diese Evangelien niedergeschrieben haben. Wir haben gar nicht diesen Anspruch wie ihr. Wir haben gar nicht diesen Anspruch, indem wir sagen, ja, das kam vom Himmel herab und Gott hat das runtergesagt. Nein, wir sagen, diese Menschen waren durch den Geist Gottes inspiriert, diese Schriften zu schreiben. Und er hat die Hand geführt mit anderen Worten. So, das Ding ist einfach nur, Bro, ich verstehe diesen Einwand von vielen Muslimen, wenn sie sagen, ja, guck mal dies und das. Ja, es ist auch einfach nicht dasselbe. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Bei euch steht einfach nur, ja, erstmal fängt immer an mit Bismillah, Rahman, Rahim und so und so und so und Allah so. Und auf einmal kommt so eine kleine Anekdote zu einer Geschichte und dann geht's weiter. So, und dann reden wir über so ganz große Persönlichkeiten. Ich höre von Muslimen, Jesus war ein sehr wichtiger Mann, er war einer der größten Propheten. Bro, ihr könnt mir nichts über Jesus erzählen, gar nichts. Ja. Kann ich was dazu sagen? Selbstverständlich, Bro. Hani. Ja? Hani, guck mal, das, was der Angelo gesagt hat, überragend, wirklich Gottes Segen, gell? So ja. Fließend, Angelo, wirklich Gottes Segen, was den wollte ich gerade wirklich nochmal sagen. Auch, Baby. Honey. Ja. Ciao. Sure 4, Vers 171. Jesus ist der Messias, ne? Ja. Gut, das sagt dein Koran, oder? Dein Koran sagt, Jesus ist der Messias. Kein Prophet im Koran hat jemals den Titel Al-Messias bekommen. Messias, ne? Wo wird das gesagt? Sure 471. Da wird gesagt, dass Jesus Vers 147 auch. Sure 4, Vers 171. Da steht, Jesus ist Al-Messi. Also er soll kein Prophet sein. Nein, da steht, er ist Al-Messi. Er ist der Messias. Ich habe nicht gesagt, da steht nicht, dass er ein Prophet ist. Ach so, ja. Da steht, er ist der Messias, ne? Ja. Ich möchte, dass du bitte was tust, okay? Okay. Dann kann Angelo noch mit dir fertig reden. Ich möchte bitte, dass du in deinem Koran, in deinen Hadithen, in egal welche islamischen Sources, alles was für dich, egal wo du durchlesen kannst, ne? Guck nicht in Bibel, guck nicht in der Tora, ne? Ja. Finde bitte im Islam, bei euch, in euren Büchern, finde bitte heraus, wer der Messias ist, ne? Erstens das. Ja. Zweitens, was ist die Aufgabe des Messias, ne? Drittens, warum muss der Messias kommen? Okay? Okay. Finde bitte diese ganzen Sachen heraus. Was war die erste Frage? Wie meinst du, was die erste Frage war? Von den drei Fragen, was war die erste Frage? Die erste Frage war, was ein Messias ist. Wer ist der Messias? Ja, wer er ist, ja. Zweitens, was warum ist er? Warum er Frage? Gekommen ist, also was er machen soll. Was ist seine Aufgabe? Was genau. ist die Aufgabe des Messias? Und dritte Frage? Warum muss der Messias kommen? Genau, ja, okay. Diese drei Fragen. Okay. Diese drei Fragen, bitte finde es nur über islamische Sourcen raus. Darf ich dir sagen, warum das wichtig ist, Hani? Ich weiß, wir haben dich vollgetextet, Bruder. Sorry. Und ich bin alles gut. Bitte nicht. Bro, ehrlich, Respekt, du hast meinen höchsten Respekt, weil du so geduldig zuhörst. Wirklich, Bruder, das ist nicht selbstverständlich. Wirklich, möge Gott auch dich segnen, Bruder Herz. Und zwar, guck mal, es ist wichtig, diese drei Fragen, die jetzt gerade der Bruder hier, Raphael, geklärt hat. Und zwar, guck mal, der Titel Messi oder Messias, der Gesalbte, das ist nicht einfach ein Titel, wie wenn wir sagen, ein Prophet oder ein Gesandter oder so. Nee, Bruder Herz, der Messias ist ein Unikatstitel. Das ist ein Titel, den kriegst du nicht einfach so, weil du irgendwas Cooles gemacht hast. Das ist ein Titel, für den du auserkoren wirst. So. Angelo, bitte expose es noch nicht. Nein. Ich sag dir nur, warum das wichtig ist. Okay, gut. Ja. Ich sag dir nur, warum das wichtig ist, dass er sich damit beschäftigt. Bro, die Juden haben
wie viele Jahre? 5000 Jahre auf den Messias gewartet? Und sie warten heute noch. Sie warten heute noch, weil sie nicht glauben, dass Jesus der Messias ist. Da sind wir uns ja einig. Wir sagen ja, Jesus ist der Messias. So, Isa al-Messi. So, ist okay. Guck mal, das Ding ist, ja. Ich respektiere euch Christen komplett, ne? Genau wie jede andere Religion, das sagt ja auch der Islam. Ich respektiere euch alle so. Es gibt ja auch, kennt ihr bestimmt so Muslime, gibt's aber auch von Christen aus so, die kommen rein, beleidigen direkt, sind respektlos, ja, und so, weißt du? Bro, das gibt's überall. Das gibt's das überall. Überall. Das gibt's überall. Aber vergesst das mal kurz. Bitte tu mir den Gefallen, okay? Bitte. So ja. Wie Angelo dir gesagt hat. Angelo hat dir gerade erklärt, warum dieses Thema so wichtig ist, okay? Ja. Bitte tu mir den Gefallen, okay? Nächste Woche Samstag ist Mensa wieder live. Oder in 2 Wochen Samstag ist Mensa wieder live. Bitte, bitte recherchiere diese 3 Fragen, die ich dir genannt habe, in Bezug auf Messias und guck nicht in der Tora und guck nicht in der Bibel nach. Guck bitte im Koran nach oder in den Hadith, etc. Und danach... Weißt du, was ich cool finde? Ja. Weißt du, was ich richtig cool finde gerade? Ja. Und zwar, Hani hat davor etwas sehr Starkes gesagt, das fällt mir jetzt erst auf. Was Digga, denn? Hani, du hast etwas richtig Heftiges gesagt. Du meintest, dass dein Problem mit dem Christentum die Bibel ist, in dem Sinne, weil wir so viele verschiedene Geschichten da drin haben. Ne? Ja. Bro, weißt du, was das Heftige ist? Der Unterschied zwischen diesen Geschichten und eurem Koran? Du kannst jede einzelne Geschichte historisch nachweisen. Es vom gibt Christentum, keinen Archäo- ja, 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 Bro. Es gibt keinen archäologischen Fund oder irgendeinen historischen Fund, der einer Geschichte der Bibel widerspricht. Gibt es nicht. Nichts. Ob es der Turmbau von Babel ist, ob es die Mauern von Jericho sind, ob es die verschiedenen Könige sind, die aufgezählt worden sind. Egal wie, egal wo, egal was, Bro, du würdest nicht einen historischen Widerspruch finden. Und das ist der riesige und immense Unterschied zwischen eurem Glauben und unserem Glauben. Wir sagen, Christus wurde gekreuzigt, weil er ist auferstanden. Ist dies nicht passiert, so ist unser Glaube nichtig. So ist unser Glaube nichts wert, Bro. Und wir haben jeden historischen Ansatzpunkt, um das zu glauben. Jeden. Und im Sura 4, Vers 157 steht, ja, es erschien ihnen nur so. Halas. Dankeschön. Hanni. Aber wie, ganz kurz, wie können denn heutzutage aber noch Sachen geändert werden, so? Warte mal, ganz kurz, Hanni, ganz kurz. Ja. Also an die Zuschauer hier, bitte, falls wir Muslime hier haben, kommt bitte hoch, ja, damit das nicht heißt, 1000 Christen gegen einen Muslim. Sondern schick bitte eine Anfrage, kommt hoch und. Ja, wir debattieren ja auch nicht, Mensa. Genau, wir eigentlich geben ja nur Infos weißt, weiter. Genau, aber du weißt ja, wie die sind, Bruder. Die sind so. Ja. Die sagen, also, wir reden nur mit Unwissenden und solche Sachen. Ja, also auch an alle Muslime, die hier drin sind, prüft die Sachen, die wir sagen. Ihr müsst uns gar nichts glauben. Glaubt mir bitte nichts. Prüft an alles. An alle Muslime. Diese Fragen gehen auch an alle von euch, okay? Alle von euch, ne? Bitte, wie gesagt, wie ich dem Hani gesagt hat, Angelo hat auch die Wichtigkeit erklärt von den 3 Fragen. Ne? Wer ist der Messias? Was sind die Aufgaben des Messias? Und warum muss der Messias kommen? Ne? Diese 3 Fragen, bitte über, ich brauche Koranverse, Hadithe, die mir genau zeigen, okay, wer er ist, kann ich euch schon sagen, was seine Aufgabe ist, und warum er kommen muss. Ich möchte bitte über den Koran und über die Hadithe, wollen wir das heraushaben, bitte. Und genau, bitte und nur über Koran, weil Bibel und Tora sind ja anscheinend verfälscht. Deswegen, wir lassen die Tora und die Bibel weg. Wir wollen von euch wissen, von euren Quellen, was die Aufgabe ist und warum er kommen muss. Und danach können wir uns unterhalten. Richtig, und wie gesagt, nochmal das Angebot. Muslime, falls ihr hier drin seid, ich habe gesehen, ein paar sind in den Kommentaren. Schickt eine Anfrage, kommt hoch und ihr dürft mitreden. Wir lassen euch auch ausreden. Ja, traut euch, es ist keine Debatte, sondern es ist einfach nur ein respektvoller Austausch. Dankeschön. Darf ich noch einen Schlusssatz sagen, dann bin ich raus, Jungs? Jungs, nur ganz kurz, habe ich schon mal eine ganz kurze Frage an euch. Das ist mir gerade noch eingefallen, ne? Ich weiß gerade ehrlich nicht, welcher Vers es nochmal war bei euch in der Bibel, aber das war irgendwie so, dass finden wir schon raus. Das war irgendwie so, dass Jesus irgendjemand angebetet hat oder irgendwie Angesicht auf den Boden gegangen ist, irgendwie so. Ja. Wisst ihr, welcher Vers das nochmal war? Und Christus fiel auf sein Angesicht nieder und betete, Vater, lass diesen Kelch an mich vorübergehen.
Ja, das Ding ist, sowas verstehe ich ehrlich auch nicht so. Ja. Er bietet jemand an, obwohl er selber Gott ist. So. Er betet, also guck mal, Bruder, es gibt einen Unterschied zwischen anbeten und beten. Beten kommt vom Wort bitten. Ich bitte dich jetzt auch um etwas. Ich bete dich ja nicht an. So, wenn Muslime dann sagen, guck mal, hier, damit wird Islam bewiesen, weil Jesus fiel mit Angesicht auf Boden. Alles kein Problem. Zeig mir einen Moslem oder zeig mir einen Vers im Koran, wo irgendjemand Allah seinen Vater nennt. Das muss man mir auch erstmal zeigen. So, also im Endeffekt, wenn wir hier ein Gespräch zwischen Sohn und Vater innerhalb des innertrinitarischen Verständnisses, das heißt, dass sie dasselbe Wesen, aber nicht dieselbe Person sind, haben wir damit kein Problem. Der Prophet David sagte auch, meine Seele lobe den Herrn. Hat David jetzt selbst Gespräche gemacht? Nein, natürlich nicht. Er hat einer seiner Naturen, mit anderen Worten, etwas gesagt, so etwas mitgeteilt. Das ist auch gar kein Problem, Bruder Herz. Genauso wie, obwohl ich sehe, mein Körper kann nicht mehr, ich mit meinem Willen, ja, versuche meinem Körper noch einen Push zu geben, mit anderen Worten. Das ist auch gar kein Problem. Aber Hani, Bruder Herz, ich muss auch gleich wirklich los. Ich wollte nur einmal kurz alles gut sagen. Einmal kurz an alle, die hier drin sind. Wir haben jetzt mittlerweile fast 300 Leute hier drin. Leute, guck mal, Mensa hat es vorhin auch schon mal gesagt. Ich möchte es einmal ganz kurz gefasst sagen. Guck mal. Es geht nicht darum, wer der Coolste ist, es geht nicht darum, wer am meisten weiß, wer am meisten gelesen hat, wer Theologie studiert hat oder was auch immer. Es geht nicht um diese Sachen. Es geht auch nicht um eure Familien, es geht nicht um eure Eltern, es geht nicht um eure Kulturen, wo ihr aufgewachsen seid oder was ihr meint, Glauben zu wissen. Darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, hier auf TikTok irgendeinen Fame zu bekommen. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute hier zu diffamieren und zu debattieren und zu... Keine Ahnung. Es geht um etwas viel, viel Größeres. Und zwar... Am Ende des Tages wird jeder von uns seine Augen zumachen. Nichts ist sicherer als der Tod, Leute. Und wir werden diese Augen aber wiederum aufmachen. Die Frage ist nur, wo wirst du das tun? Und genau da ist dir deine Entscheidung gefragt. Und jetzt mache ich etwas sehr, sehr Böses mit euch. Okay, in Anführungsstrichen Böses. Und zwar jetzt stelle ich euch gegen die Wand und ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr wollt oder nicht. Weil am jüngsten Tag wird genau die Reaktion auf das, was ich jetzt tue, entscheidend sein. Eure Reaktion. Und zwar erzähle ich euch jetzt Folgendes. Gott ist zu 100% gerecht und Gott sagte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen stirbt der Mensch. Jeder von uns hat gesündigt. Und wenn du sagst, ja, ich bin nicht so ein schlechter Mensch, es gibt Menschen, die sind schlimmer als ich. Ja, mein Freund, jemand, der lügt, nennt man einen Lügner. Jemand, der klaut, den nennt man einen Dieb. Sag mir nicht, du hast noch nie gelogen. Du kannst nicht mal sagen, wie viele Lügen du in deinem Leben erzählt hast. Wir Menschen fangen an, unsere eigenen Maßstäbe auf Gott anzuwenden und sagen, ja, ich habe nicht so viel gelogen. Bro, du bist ein Lügner, ich bin ein Lügner, wir sind alles Lügner. Ja, du sagst, ja, ich habe noch eine Ehe gebrochen. Jesus sagt, wenn du einer Frau nur mit lüsternen Augen hinterher schaust, so hast du in deinem Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das gilt auch für euch Frauen, nicht nur für uns Männer. Wir sind einfach, jeder von uns ist verloren. Punkt. Gar keine Diskussion. Jeder von uns ist 100% abhängig von der Gnade Gottes. Und was machen wir jetzt? Gott ist gerecht und sagt, ja, Strafe ist festgelegt. Wer sündigt, ist verloren. Punkt. Aber wir sagen, Gott ist gnädig. Leute, wir haben ja einen Widerspruch. Gott kann doch nicht gnädig und gerecht gleichzeitig sein. Die Definition von Gerechtigkeit ist, du kriegst, was du verdienst. Die Definition von Gnade ist, du kriegst nicht, was du verdienst. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt genau der Punkt, und diesen Vers hat Mensa auch zitiert. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit, dass wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben bekommst. Doch was bedeutet das, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat? Was bedeutet das? Bro, ich könnte meinen Sohn für niemanden auf der Welt geben. Nicht mal für meinen besten Freund, für meine Eltern oder für egal wen. Für niemanden könnte ich meinen Sohn opfern. Niemanden. Wie sehr mehr muss diese Liebe sein, wenn wir hier über ein ewiges Verhältnis sprechen zwischen Vater und Sohn? So sehr liebt er dich. Und wo ist jetzt hier die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist im Folgenden, dass der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde geworden ist, wie es geschrieben steht. Jetzt sagt er, es aber unfair, weil durch eine Sünde, der eine Mensch kann doch nicht die Sünde eines anderen tragen. Bro, durch einen Menschen sind wir alle gefallen. Das war der erste Adam und durch den zweiten Adam wurde die Sünde hinweggetan. Deshalb sage ich dir, lass mal deinen Stolz beiseite, lass mal deine Familie beiseite, lass mal alles, was du weißt, beiseite. Und jetzt zitiere ich die Worte von Paulus, wo er sagte, ich möchte von nichts wissen, außer von Christus, dem Gekreuzigten. Das ist die wichtigste Sache, die du in deinem Leben jetzt gerade hören musst. Und du denkst, random, ich bin auf TikTok, ich höre irgendwelchen Jungs hier zu. Das ist das Wichtigste, was du jemals hören wirst. Christus starb für deine Schuld am Kreuz und er ist am dritten Tage wieder auferstanden. Er hat den Tod durch den Tod besiegt. Wenn du daran glaubst und mit deinem Herzen daran glaubst und es mit deinem Mund bekennst, dann wirst du gerettet werden. Und ich meine nicht glauben, wie an einen Dinosaurier glauben, dass die mal existiert haben oder glauben, dass irgendwelche Fabelwesen existieren. Ich rede mit Glauben, dein Leben darauf zu fundamentieren. Denn dieser Glaube hat Auswirkungen. Vergiss das nicht.
Deshalb sage ich, verstocke dein Herz nicht und kehre um von deinem Weg. Denn eines Tages, wir sehen, es geht so schnell. Jeden Tag liest du, Leute haben Krebs, Herzinfarkt, bam, 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 sterben, Krieg hier, Krieg da, Corona da, dies, alles Mögliche. Keiner von uns ist sicher. Und die Leute werden immer früher sterben. Wir sehen, dass es soweit ist. Es kann jede Sekunde passieren. Und deine Reaktion auf diese Botschaft, die ich dir gerade mitteile, die wird entscheidend sein eines Tages. Und ich möchte nur diesen Samen hier reinpflanzen. Mehr möchte ich nicht machen. Deshalb, mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, ich bitte dich von dem tiefsten meines Herzens, kehre um. Hör auf mit dem, was du tust. Das ist es alles nicht wert. Nichts davon. Was denkst du? Karriere, pipapo, bla bla bla. Nein, Mann. Schön, ich gönn dir alles. Aber mein Bruder oder meine Schwester, am Ende des Tages kannst du der Schlüssel für deine ganze Familie und für deine ganze Umgebung sein. Ich verstehe das, Islam hier, Islam da, pipapo. Ich sage euch, Leute, prüft diese Dinge, die wir hier sagen. Der Bruder Raphael hat ein Wunder, 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 wunderbare Sache gesagt. Wer ist der Messias? Was ist der Messias? Und was ist seine Aufgabe? Warum sollte er kommen? Prüft diese Dinge und ihr werdet sehen, ihr werdet keine Antwort darauf finden. Ihr werdet nur die erste Frage beantworten können und da sind sich alle einig. Christus ist der Messias, Jesus ist der Messias. Ich bitte euch wirklich, beschäftigt euch damit. Und wenn jemand irgendwelche Fragen hat, schreibt den Löwen Mensa, schreibt den Jungs hier, könnt auch mir gerne schreiben. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen. Sorry, dass ich jetzt hier so eine Predigt rausgedroppt habe. Nein, du hast alles geschickt. So musst du das sein, Bro. Jungs, ich wünsche euch Gottes reichlichen Segen. Passt alle auf euch auf. Und ja, Mann, möge Gott sein Angesicht über uns leuchten lassen. Amen. Bis dann. Hau rein, ne? Gottes Segen, mein Bruder. Jungs, ich habe noch zwei Verse gefunden. Okay? Ist okay für euch, wenn ich das sage? Okay, ich muss in 10 Minuten raus. Ich muss in 10 Minuten raus, wollte ich schon mal sagen. Ja, aber klar, du kannst gerne die 2 Verse bringen. Okay, also am besten wäre, wenn einer vorliest, ich sage einfach den Vers, okay? Matthäus 8, 24. Okay. Raphael, liest du vor? Ich lese vor. Matthäus 8, 24, die Bibel sagt, und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Ja. Okay, kurz gefasst merkt euch einfach, dass Jesus geschlafen hat, ne? Das sagt ja der Vers, oder? Ja, das sagt dieser Vers. Aber was sagt der nächste Vers? Was sagt der nächste Vers? Ja, sag mal, was sagt der nächste Vers? Ja, der Vers sagt, da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam und Kleingläubigen? Da stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Okay. Wer kann den Wind kontrollieren? Gott. Okay. Ja, aber der nächste Vers sagt doch nicht, dass Jesus nicht geschlafen hat, oder? Es ist doch immer noch das Gleiche, dass Jesus geschlafen hat, oder? Okay, guck mal, Hani, ja. Du hast recht, Jesus hat geschlafen. Ja, wir wissen auch, dass er gegessen hat. Wir wissen auch, dass er Schmerzen hatte. Wir wissen auch, dass er gestorben ist, okay? Aber ja, der Grund ist ganz einfach. Wir haben das vorhin schon 1000 Mal erklärt. Jesus ist Gott in ewiglich. Ja, er ist Gott von Natur aus, aber er ist vor 2000 Jahren ein Mensch geworden, ja. Und sein Ziel war es, genauso wie wir Menschen zu sein. Ja, sein Ziel war es, genauso wie wir Menschen zu leben. Und sein Ziel war es, für uns Menschen zu sterben. Und deswegen habe ich diese Bibelstelle eingeblendet. Philippa Kapitel 2, Vers 5, da steht, er ist Gott gleich. Aber er wurde einer von uns, ja. Und sein Ziel war es, am Kreuz zu sterben. Das heißt, wenn er einer von uns wird, ja, dann hat er auch unsere Schwächen. Das bedeutet, er musste essen, er musste schlafen. So, jetzt hast du eine Stelle gelesen, wo Jesus geschlafen hat. Kein Problem, wir glauben daran, er wurde wirklich Mensch. Aber hättest du nur den nächsten Vers gelesen, da hat er etwas getan, ja, wie du selber bezeugt hast, er hat etwas getan, was nur Gott tun kann. Das heißt, du hast allein in dieser Stelle gesehen, dass Jesus 2 Naturen hat. Erstens, er hat geschlafen, ja, weil er Mensch war. Aber der nächste Vers offenbart seine wahre Identität, indem er in der Lage war, zu dem Wind zu sprechen, sei still, und der Wind hat seine Stimme gehorcht. Und das ist etwas, was nur Gott tun kann. Das heißt, ja, okay, Jesus hat geschlafen. Warum? Er war Mensch, das leugnen wir nicht. Aber das ist nicht alles, was er war.
denn er ist auch Gott ewiglich. Das heißt, Jesus hat seit 2000 Jahren zwei verschiedene Naturen. Das leugnet keiner. Okay, aber guck mal, das Ding ist, kannst du noch ein Vers kurz lesen? Bitte. Also möchtest du dazu nichts mehr sagen, oder? Hanni. Nein, das ist noch dazu noch. Hanni. Okay. Ja. Also sind wir uns einig, dass nur Gott kann den Wind stillen? Richtig, ja, richtig. Okay, gut, das heißt, Jesus ist Gott. Nein. Okay, Also für mich nicht, Warte, ob für dich ist oder nicht, aber Jesus macht das, was du sagst, was Gott tut. Egal, weiter. Nächster Vers? Ja, okay, nächster Vers, auch noch dazu, ne? Also Matthäus 8, 24 hat Jesus geschlafen, ne? Ja, haben wir dann gemacht, weiter. Psalm 121, 2 bis 4. Gott schläft nicht. Ja, guck mal, also das ist doch eindeutig. Mein Bester. 121, mein Bester. Soll ich lesen? Ja, bitte. Soll ich lesen? Ja. Ja, lies mal. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Ja, das ist doch eindeutiger Widerspruch. Oder nicht? Okay. Ich habe dir gerade erklärt, ja, dass du hast recht, Gott schläft nicht. Aber Gott wurde Mensch. Psalm wurde geschrieben, bevor Gott ein Mensch wurde. Als Mensch hat Gott die menschlichen Einschränkungen, denn das war ja sein Ziel. Es machte keinen Sinn für ihn, ein Mensch zu werden, ohne die menschlichen Einschränkungen. Deswegen ist er Mensch geworden, damit er sterben kann. Wir wissen auch, dass Gott gar nicht stirbt. Und deswegen habe ich dir erzählt, dass Jesus zwei verschiedene Naturen hatte. Denn er ist Gott seit der Ewigkeit, ja, und er hat eine menschliche Natur, worin er gewandelt ist. Und in dieser menschlichen Natur hatte er auch menschliche Bedürfnisse. Deswegen wurde er als Mensch versucht, deswegen musste er als Mensch schlafen, deswegen musste er als Mensch essen und so weiter und so fort. Das heißt, nur weil du jetzt einen Psalm zitiert hast, die sagt, dass Gott nicht schläft. Ja, das hat ja keiner geleugnet, dass Gott schläft. Behauptet, dass Gott schläft. Aber Gott wurde Mensch und als Mensch hat er nun mal geschlafen. Mensa, ja, aber was war denn sein Ziel dabei? Hanni. Ja. Komm, wir bleiben bei dem Vers kurz. Okay, ich sag kurz was dazu. Weil Herr Mensa muss gleich gehen. Da steht, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht, ne? Ja. Ist Allah der Hüter Israels gewesen damals? Junge, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so. Sag mir, hast du die Antwort? Nein, habe ich nicht. Okay, gut, weil wenn Allah der Hüter Israels ist, dann darf kein Moslem eigentlich auf Israel schießen. Ja, okay, also das kannst du jetzt nicht vergleichen. Nein, ich sag's dir. Allah war nicht der Hüter Israels. Okay, ich sag, aber sag denn ein Vers aus dem Koran, Warte kurz. Hör zu, das ist tiefgründig, was ich dir jetzt sage, okay? Okay. Die Tora, okay? Ja. Die Tora war bei den Israeliten. Ja. Gut. Allah behauptet, der Gott der Israeliten gewesen zu sein, ja oder nein? Der Gott der Israeliten zu sein. Das ist gut. Ich glaube, das ist sogar zu hoch für ihn. Egal, alles gut. Guck mal. Ist zu hoch für ihn? Weil ich wollte ihm gerade zeigen. Bruder, ist viel zu hoch. Ist viel zu hoch. Guck mal, Hanni. Ja. Ich versuche dir jetzt wirklich in Ruhe zu antworten, okay? Okay. Was war nochmal die Stelle von Matthäus? Matthäus Kapitel 9, ne? 8,24. Okay, Matthäus Kapitel 8, 24. Ich erkläre das so, dass jedes Kind es verstehen kann. So, Matthäus Kapitel 8, ich mache am besten Elberfelder. Ja. So, ich blende das sogar extra ein. So, Matthäus Kapitel 8, Vers 24. So, warte. So. Also, du hast jetzt diese Stelle hier gelesen, ne? Und gesagt, Gott schläft nicht. Ja. So, wir lesen uns erstmal diese Geschichte an, okay? Wir gucken uns die Geschichte nochmal an. Also hier steht, und als er das Boot, in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger, ne? Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm, ne? Weißt du, was ein heftiger Sturm ist? Ja, ja. Gewitter und so, ne? Ja, ja. Genau, auf dem See. Du weißt ja, wie so etwas aussieht. So. Ja, okay, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde, aber er schlief. Okay, jetzt dein Problem ist hier, er schlief. Okay, kein Problem. Titanic. Genau, er schlief, aber guck mal, was jetzt passiert ist, okay? Und sie traten hinzu, weckten ihn, ja, auf und sprachen, Herr, rette uns. Normalerweise, das sind Dinge,
jeder, der in Panik ist, er ruft zu Gott, oder? Ja. Gott hilft mir. Ja. Aber sie haben zu Jesus gerufen, Herr, rette uns. Ja, anstatt zu Gott zu rufen, haben sie zu Jesus gerufen. Wir kommen um. So, und guck mal, was Jesus jetzt macht, okay? Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubigen? Er sagt, habt ihr keinen Glauben? So, und jetzt kommt, da stand er auf und bedrohte die Winde und den See. Ne? Und es entstand eine große Stille. Also Jesus hat diese Gewitter bedroht, ja, mit seiner Stimme und es wurde still. Die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, seit wann gehorcht die Natur einen Menschen? So, aber guck mal, was danach passiert. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Siehst du? Ja. Also der See und die Winde gehorchen Jesus. Und die Jünger fragen sich, was ist das für einer? Ist es wirklich ein normaler Mensch? Natürlich nicht. So, woher weiß ich das? Denn wir lesen zum Beispiel hier im Hiob, ja, das ist auch Altes Testament. Guck mal, was da steht. Da steht, ja, darüber erbebt mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört, das Toben seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Ja, er spricht über Gott. Unter dem ganzen Himmel lässt er, Gott, es los und seinen Blitz, ja, bis zu den Enden der Erde. So, nach ihm brüllt der Donner. Er, Gott, lässt es mit seiner erhabenen Stimme donnern. Also es ist Gott, der mit seiner Stimme die Natur kontrolliert. Und er hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme sie hören lässt, sich hören lässt. Ne? Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut so große Dinge und wir erkennen es nicht. Es ist Gott, der mit seiner Stimme die Natur gehorcht. Interessanterweise, wer hat genau das Gleiche hier getan mit seiner Stimme? Wer war das? Wer hat mit seiner Stimme den Wind und den See befohlen, still zu sein? Ja, er. Hallo? Wer hat das hier getan? Wer den Wind und so kontrolliert hat, meinst du? Genau, wer hat hier mit seiner Stimme Jesus. Die Natur kontrolliert? Jesus. Und wer ist es, der es tut laut das Alte Testament? Ja, Jesus. Oh, okay. Also, Gott ist derjenige, der in der Lage ist, mit seiner Stimme die Natur zu kontrollieren. Aber hier siehst du, dass Jesus genau das Gleiche getan hat. Das heißt, Jesus war nicht nur ein Mensch, sondern er war mehr als ein Mensch. Und deswegen haben sogar die Jünger gesagt, was ist das für einer, dass ihm sogar der See und der Wind gehorchen? Verstehst du? Also Jesus ist ja nicht nur ein Mensch, sondern er ist Gott, der sich nur als Mensch gezeigt hat. Benza, kannst du dazu noch was sagen? Klar. Hani, man sieht in der Situation zwei Situationen, die Mensa dir erklärt hat. Erste Sache ist, als dieser große Sturm kam, sie haben nicht gerufen, Gott, 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 Gott. Sie sind direkt zu Jesus gegangen. Erste Sache. Ne? Weil ja, in Not, wenn es Probleme gibt, etc., in Not gehst du direkt zu Gott. Und sie sind direkt zu Jesus gegangen. Erste Sache. Und zweite Sache, hat, wie Mensa es dir erklärt hat, hat Gott selber den Wind stillen lassen. Das heißt, zwei Situationen, wo du erkennst, dass Jesus Gott ist. Erste Situation, die Jünger gehen direkt zu Gott und flehen ihn, dass der Wind weggeht. Und zweite Situation, Gott selber macht den Wind weg. Ja. Okay, ja, Hani, ich denke, das war verständlich. Ich denke, du hast es verstanden, ja, auch wenn du das jetzt nicht zugibst, aber ich weiß, dass du das verstanden hast. Ja. Genau. Ich würde dich jetzt runternehmen, weil ich muss gleich raus. Ich mach schnell mit den anderen Gästen weiter und dann, wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne, vielleicht bin ich heute Abend nochmal live, kannst du gerne noch kommen, ja? Oder ja, okay, ey, ich danke euch, ne? Nicht zu danken, Gott segne dich. Gott segne dich. Und okay, vergiss nicht zu recherchieren, ne? Recherchiere. So. Diese drei Fragen. Hallo. Hallo, Laura. Ja, hallo. Und Gottes segne euch. Gottes Segen, was liegt dir auf dem Herzen? Ich wollte nur sagen, was ich auf dem Herz habe. Erstmal, ich wollte mich bei euch bedanken und natürlich auch für unsere Schöpfer, bei unserem Schöpfer, durch seinen Sohn, Jesus Christus,
dass so Menschen gibt es wie euch. Und ich wollte Gott Danke sagen, dass es euch gibt. Und freue mich sehr viel für eure wahren Worte. Wir geben Jesus all die Ehre. Amen, Amen. Alle Ehre dem Herrn. Gott segne dich, ja, liebe Schwester. Gott segne dich. Danke euch auch. Dankeschön, Schwester. Und macht ihr das? Oh. Machen wir. Wir werden es weiterhin machen. Wir machen weiter, genau. Wir werden es weiterhin machen. Hallo, Jamu. Mensa, könnte es mir einen Gefallen tun? Ich bin Christ, Gott sei Dank, aber ich habe eine Frage. Mhm. Paar muslimische Freunde von mir, die kommen immer mit einem Bibelvers. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Matthäus, wo Jesus nicht weiß, wann der jüngste Tag ist. Und dann sagen die mal, ja, guck, Jesus kann nicht Gott sein, weil der ist nicht allwissend. Und könntest du mir vielleicht das erklären? Ja, das ist Matthäus 28, glaube ich, oder auch Markus 13, 32. Also erstens, Jesus erzählt in dieser Stelle detailliert, was in der Zukunft passieren soll. Ja. Und er beschreibt sich in dem Vers erstens als den Sohn Gottes. Ja. Und damit beweist er sogar, dass er kein Muslim war, denn er sagte in den Worten, von der Stunde weiß niemand, niemand bedeutet kein Mensch. Und dann ging er eine Stufe höher und meinte auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn. Das heißt, Jesus hat klipp und klar in diesem Vers bewiesen, dass er kein Muslim war. Deswegen weiß ich gar nicht, warum Muslime diese Stelle immer wieder zitieren. Ja, und er meinte dann nur, der Vater weiß es. Nun, die Frage ist, okay, wenn er Gott ist, warum weiß es dann nur der Vater? Es gibt zwei mögliche Antworten. Dort wird ein griechisches Wort benutzt. Ich glaube, das hieß Euda, glaube ich, wenn ich, oder Euden, eins davon, ich glaube Euden. Und das Wort kann bedeuten, das Wort kann verkündigen bedeuten. Also nicht ein auf, ich bin ignorant, ich habe keine Ahnung, sondern genau, Euden, genau. Das Wort kann bedeuten verkünden. Also ich bin nicht derjenige, der das verkündigt, sondern es ist der Vater, der das verkündigt. Ne? Also wir sehen auch ein Beispiel davon von Paulus. Paulus sagte auch, ich bestimme es nicht zu wissen unter euch, als dass Christus gekreuzigt ist. Ne? Und er hat genau das gleiche Wort benutzt, Euden. Und damit wollte er nicht sagen, dass er gar keine Ahnung von irgendwas hat, sondern sein Fokus ist einfach nur auf darauf, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ne? So, das heißt, die eine mögliche Erklärung ist, dass Jesus nicht damit sagen wollte, dass er gar kein Wissen darüber hat, sondern dass er nicht derjenige ist, der das verkündigt, sondern der Vater. Denn in der jüdischen Tradition war es wirklich so, dass wenn der Sohn heiratet, ne, die Wiederkunft von Jesus wird ja mit einer Heirat, mit einer Hochzeit verglichen, wo Jesus kommt, um seine Braut, nämlich die Gemeinde, zu holen. Ne? Und in der jüdischen Brauch war es so, dass der Vater derjenige war, der diesen Tag verkündigt und nicht der Sohn. Deswegen kann es sein, dass Jesus sich darauf beziehen wollte. Es kann aber auch sein, dass er wirklich nicht wusste, wann dieser Tag ist, aber es war nur auf diese Zeit begrenzt. Warum? Denn Philipper 2, Vers 5 sagt ja, dass Jesus Mensch wurde und sich selber eingeschränkt hat. Ja, das habe ich auch schon. In dem Fall als Diener, klar, verlässt er sich auf den Vater. Und somit war dann der Vater, der zu diesem Zeitpunkt der Einzige war, der diesen Tag wusste. Also wie gesagt, beide Antworten machen Sinn. Mensa. Ja, denn wir, ja? Jesus hat zu dem Ding noch was gesagt in Apostelgeschichte 1. Soll ich lesen? Genau, Apostelgeschichte 1, Vers 7, das wollte ich gerade sagen. Genau. Okay, gut. Okay. So, ich fange erst zu lesen, ja? Ja, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Verstanden? Ja. Das heißt, wie Mensa dir erklärt hat, wie es ist in einer jüdischen Hochzeit, der Vater hat die Vollmacht, es bekannt zu geben. Und es interessiert keinen zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Weil hätte Jesus gesagt, ich komme im Jahr 2050, dann hätten die meisten Leute bis 2049 Quatsch gemacht und in 2049 auf einmal gesagt, ey, Jesus kommt nächstes Jahr, jetzt benehmen wir uns. Ja, das stimmt. Verstanden? Ja. Das heißt, der Vater wird mitgeben, wann Jesus kommt. Plus, Jesus hat alles prophezeit, was passieren wird, bevor er kommt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, Jesus, damit Jesus, ne, sagen kann, was passiert ist, was passiert, also was passieren wird, und
dass er dann kommt, etc. und so weiter und so fort, muss er ja schon wissen, was genau passieren wird. Verstehst du, was ich meine? Er weiß schon, was passieren wird und ja. wird dadurch wird er dann kommen. Verstehst du? Das heißt, Jesus weiß eigentlich, ja. wann er kommt. Er ist einfach nicht derjenige, der deklariert. Mhm. Richtig. Er weiß, wann er kommt, aber er ist nicht derjenige, der sagen wird, wann er kommt. Deswegen wie in der jüdischen Hochzeit. Und deswegen kannst du den Apostelgeschichte 1, 6, 7 auch zeigen und kannst den und stell den dann auch gleichzeitig eine Gegenfrage, ne? Weil diese Antwort, diese Frage hat Jesus auch den Jüngern gestellt. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, ne? Und dann kannst du die fragen, hat Mohammed dir gesagt, wann der letzte Tag ist? Nein. Ja, also. Und das Ding ist auch sogar, das Ding ist, wie gesagt, wenn Muslime das zitieren, alles, was du machen musst, ist, frag sie, ob Jesus der Sohn Gottes ist, weil Jesus hat sich in dem gleichen Vers als den Sohn Gottes identifiziert. Das heißt, das ist eigentlich ein Knockout für die Muslime. Die sagen ja, weißt du? Ich habe gestern noch was gesehen, da stand irgendwie, das war eine Werbung, so ein Werbeplakat, da steht so ein Bibelvers, dass Jesus irgendwie traurig war und seinen Kopf nach unten gemacht hat. Und dann steht ja. dann Jesus und wird Moslem. So, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber natürlich wieder aus dem Kontext gerissen. Ne? Also erstens, nur weil jemand mit dem Kopf auf dem Boden betet, heißt nicht, dass er Moslem ist, sonst wären ja fast alle Muslime, weil ich bete auch so. Ja, Orthodoxen beten auch so. Alle möglichen Religionen beten so. Ja, das ist einfach eine ganz normale Verehrungsform. Ja, man kann mit dem Kopf auf dem Boden beten. Es ist genauso wie wenn ich sage, jeder, der ein Bart trägt, ist ein Moslem. Okay, schön. Jetzt sind auch alle Juden Muslime auf einmal. Jetzt sind alle. Weißt du, das ist so ein schwaches Argument, zu sagen, nur weil er mit dem Kopf auf den Boden gebetet hat, ist er ja Moslem. So, weißt du, das ist unlogisch. Es geht nicht darum, wie die Person aussah oder was er getan hat, sondern es geht darum, ich muss niesen, warte mal kurz. Genau, sorry, also es geht darum, wonach hat diese Person gelebt, ja, und woran hat diese Person geglaubt. Einfach nur, wenn du diesen Vers liest, was die bringen, ja, dass Jesus mit dem Kopf auf dem Boden gebetet hat. Was für Worte hat Jesus ausgesprochen? Er meinte, mein Vater. Also Jesus hat sich als den Sohn Gottes in diesem Vers, warte mal, ich blende es am besten, nein, warte mal. Und dann analysieren wir das. Ich gebe jetzt einfach mal, warte mal, wo steht das? Weiß es jemand zufällig im Kopf? Matthäus, warte mal. Warte. Kann es jemand schnell schreiben in den Kommentaren, welcher Vers war das nochmal? Wenn es... Hallo, kann jemand schnell schreiben? Ich sag dir okay, warte, ich hab das... Okay, Matthäus 26, okay, sehr schön. 26, 39. Genau, wir gucken uns jetzt, wir analysieren jetzt, okay? Und ich fordere, guck mal. Falls wir hier einen Moslem haben, ich fordere dich heraus, komm hoch, wir werden nur bei diesem Vers bleiben, nur bei diesem Vers. Ich werde nicht mal andere Versen bringen, guck mal, wie dieser Vers den Islam einen Knockout gibt. Guck mal, Knockout für den Islam, okay? Guck mal, hier steht, und er ging ein wenig weiter, ja. Okay, warte mal, ich habe eine Anfrage, ich hoffe, das ist ein Moslem. Oh, perfekt. Sehr schön. So, das lädt zu lange. Hallo, Kandi. Hallo, Gottes Segen wünsche ich Ihnen auch. Gottes Segen. Bist du Muslimin? Nein, ich bin Ex-Muslime, ich bin Christin. Weil okay. die Muslime immer debattieren, die sagen, ja, Jesus hat an Gott gebetet. Danke, dass du da warst. Wir machen gleich weiter. Guck mal. Hier steht, und er ging ein wenig weiter. Und fiel auf sein Angesicht, ne? Und dann sagen sie, okay, er fiel auf sein Angesicht, deswegen war er ein Moslem. Wie wäre es, wenn man weiterliest? Hier. Und er betete und sprach, mein Vater, seit wann ist Gott der Vater von Jesus laut Islam? Welcher Muslim betet so? Nimm mir einen einzigen Muslim, der sagt in seinem Gebet, mein Vater zu Gott. Ja? Zweitens, hier, wenn es möglich ist, und das ist der größte Knockout. Wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Okay, warte mal kurz. Welcher Kelch? Und vor allem, weißt du, was ein Kelch ist, biblisch gesehen? Mm-mm. Das ist Gottes Zorn. Mm-hmm.
Ne? Das ist Gottes Zorn. Nun frage ich dich, warum betet Jesus, dass Gottes Zorn von ihm vorübergeht? Wozu sollte Gottes Zorn auf Jesus kommen? Wie passt das zum Islam? Passt nicht. Passt gar nicht zum Islam. Mm-mm. Gottes Zorn passt nur zum Christentum, nämlich indem Jesus sich für uns geopfert hat und Gottes Zorn auf sich genommen hat. Das heißt, dieser Vers ist ein kompletter Knockout für den Islam. Dieser Vers beweist erstens, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dieser Vers beweist außerdem, dass Gottes Zorn auf Jesus Christus gerichtet war. Richtig? Ja. Also warum zum Teufel zitieren Muslime dieser Vers, diese Stelle? Ja, weil die verkürzen das auch, ne? Richtig, die lesen nicht mal weiter. Ja, aber das sind viele Versen. Richtig. Warum sollte Jesus beten, dass Gottes Zorn von ihm weggeht, wenn laut Islam Gottes Zorn noch nie auf Jesus gerichtet war? Passt gar nicht zusammen. Passt auch nicht. Deswegen, aber wir wissen ja, dass die Muslime ungern Sachen im Kontext lesen, ne? Oder Chemo. Sachen nicht im Kontext lesen können. Laut dem Vers, den Mensa dir gezeigt hat, ne? Ja. Hat Jesus Schirk begangen. Das bedeutet? Dass du Schirk ist, Mensa, wie definiere ich das am kürzesten? Beigesellung Allahs, also dass du jemand, dass du Allah jemand beigesellst, also so eine Art Götzen oder sowas. Genau. Okay. Ganz kurz, die Schwester, die hier oben war, ich habe dich runtergenommen, das war nicht böse gemeint, wenn du willst, schick mal bitte nochmal eine Anfrage, ich wollte mich nur auf diese Erklärung fokussieren, deswegen, aber wenn du willst, komm nochmal hoch, bevor ich dann rausgehe, dankeschön. So, sorry, Raphael. Das war's, der hat Schirk begangen, laut den, wenn du hast denn diesen Vers begehen, frag die, hat Jesus nicht Schirk begangen bei dem Vers? Ich habe Screenshot auch gemacht gerade von den Vers, ich kann das ja direkt immer nachschauen. Top. Und gute Arbeit, ne? Wir geben Jesus all die Ehre. Okay, meine Lieben, ich muss leider raus. Ich bin schon seit, ich weiß nicht, 8 Uhr live oder so, 4 Stunden. Es ist Zeit jetzt für mich rauszugehen. Aber bevor ich rausgehe, natürlich das Evangelium. Glaubt an den Herrn Jesus Christus. Ja, verlasst den Islam, verlasst den Atheismus, verlasst den Buddhismus, den Hinduismus. Und wenn ich das sage, dann sage ich nicht, um zu hetzen. Ich sage das auch nicht, um euch zu beleidigen, sondern ich sage das aus Liebe euch gegenüber, damit ihr die Liebe Gottes erfährt, so wie ich sie erfahren habe, so wie ich die Gnade Gottes erfahren habe, so will ich, dass auch ihr die Gnade Gottes erfährt. Warte mal, jemand fragt, ob ich ihn zum Mond machen kann. Mach ich später, ja, bitte. So, auf jeden Fall, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bekommst Vergebung für all deine Sünden, ja, du wirst auch ein Kind Gottes. Du wirst von Gott verändert. Du wirst von Gott gereinigt. Du wirst von Gott transformiert. Ja, du wirst von Gott berufen werden, in seinem Reich zu dienen. Ja, du wirst ein Priester Gottes. Du wirst ewiges Leben erlangen. Du wirst nur Sachen bekommen. Du wirst nur Sachen bekommen, die du nicht mal verdienst, die dir nicht mal zustehen. Ja, warum? Weil wir sind alle nun mal nicht perfekt. Keiner von uns ist perfekt. Wir leben alle nur durch die Gnade Gottes. Und du hast heute die Chance, zu Gott umzukehren. Du hast heute die Chance, ein Kind Gottes zu werden. Ja, du hast heute die Chance, ewiges Leben zu bekommen. Nicht aus deiner eigenen Leistung, nicht durch deine eigenen Werke, sondern allein durch die Gnade Gottes, durch die Liebe Gottes, ja, durch die Barmherzigkeit Gottes. Ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Christus ist Mensch geworden. Ja. Wurde versucht, ja, hat Gottes Gesetz erfüllt, ohne zu sündigen, so wie Mohammed die ganze Zeit gesündigt hat und irgendwelche Sechsjährigen zu Frau genommen hat und solche Sachen und irgendwelche Leute umgebracht hat und solche Sachen. Ja, sowas hat Jesus nicht gemacht, sondern er hat wirklich auch seine Feinde mit Liebe begegnet, oder er ist seine Feinde mit Liebe begegnet. Er hat sogar für seine Feinde gebetet und solche Sachen. Er hat uns gelehrt, für Feinde zu beten. Er hat uns gelehrt, den Unterschied zu machen. Er hat uns gelehrt, Licht zu sein in dieser Dunkelheit. Und er hat uns gelehrt, seine Botschaft zu verbreiten, damit auch alle anderen Menschen die Liebe Gottes erfahren. Das ist Jesus Christus. Und jeder, der eine andere Botschaft proklamiert, was diesem widerspricht, ist laut der Bibel verflucht und ist laut der Bibel ein Antichrist. Ja, und Islam ist nun mal eine antichristliche Religion, denn Islam leugnet den Vater und den Sohn und Islam leugnet die Kreuzigung. Deswegen habt ihr alle jeden Grund zu glauben, dass der Islam nicht von Gott kommt, sondern von Satan.
und das sage ich wirklich in vollster Respekt, ja, dem Muslim gegenüber. Deswegen, Leute, wirklich kommt zu dem Herrn Jesus Christus und ihr werdet ewiges Leben empfangen. Damit bin ich fertig. Genau, ich weiß, ob Rafa noch was sagen möchte. Wenn nicht, dann würde ich jetzt rausgehen. Ich hätte noch meinen letzten kurzen Satz. An alle, die drin waren, bitte recherchiert nach dem schönen Evangelium, was Mensa gesagt hat. Recherchiert die drei Fragen, die wir mitgegeben haben, an alle Muslime. Findet heraus, wer ist der Messias? Was ist die Aufgabe des Messias und warum musste der Messias kommen? Und bitte nicht in der Bibel nachschauen, nicht in der Tora nachschauen. Sucht in euren islamischen Quellen und wenn ihr das herausgefunden habt, kommt bitte zu uns zurück. Gottes Gnade an alle. Möge Jesus mit euch allen sein. In Jesus Namen. Amen. Wir beten für euch. Amen. 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 Leute, ich werde heute Abend, so Gott will, nochmal live kommen. Also heute Abend könnt ihr gerne kommen, gegen 20 Uhr oder so, keine Ahnung, mal gucken. Genau, damit ihr Bescheid wisst. Bis dahin, genießt den Tag, habt einen gesegneten Tag und passt auf euch auf. Der Herr segne euch. Bis dann. Ciao, ciao. Amen.